So. Also ich möchte vorweg schicken, dass keine Erwartungen das Beste ist grundsätzlich fürs Leben. Weil wenn man keine Erwartungen hat, kann man nicht enttäuscht werden. Enttäuschung ist an sich auch gar nichts Schlechtes und man wird eigentlich nur die Prädisposition, die man hatte, los. Also die Täuschung ist zu Ende. Ja, eigentlich eine sehr gute Sache. Aber das Wichtigste im Leben ist, keine Erwartungen zu haben und alles so fließen zu lassen, wie es denn so ist. Kommen wir auch gleich schon zu dem, warum ich psychedelische Drogen benutze in Sitzungen. Also ich mache auch Coaching-Sitzungen, wo dann ohne die Substanz gearbeitet wird. Die Kombination von Coaching und also Spiritual Coaching, spirituelles Coaching und psychedelischen Drogen ist die, zu erkennen, dass eigentlich keiner von uns so groß anders ist, weil es nur ein großes Bewusstsein gibt, was alles ist. Bewusstsein ist aber als Schild zu verstehen, was darauf zeigt, was hinter dem Schild liegt. Mein Lieblingswort dafür ist Liebe. Das ist jetzt nicht so hippie-mäßig, das ist tatsächlich Liebe, die ohne Bedingung ist. Und ohne Bedingung heißt ohne Bedingung. Jegliche Art von Prädisposition, von Position, von Stellung, die man dazu einnimmt, ist nicht mehr Liebe. Und das kann natürlich, wie wir das alle kennen, eine negative Verhaftung an irgendwas sein, aber auch eine positive. Also wenn man sich als Helfer erkennt, übersieht man, mit der Identifikation des Helfers, übersieht man eigentlich, dass das Leben alles in der Hand hat. Und dass derjenige, dem geholfen wird, durch die Position derjenige zu sein, dem geholfen wird, dass der von einem abgetrennt wird. Ich bin der Helfer und der Helfende. Und das nur als Beispiel, dass egal was für eine Bewertung stattfindet, das ist dann schon nicht mehr Liebe. Und wie können psychedelische Drogen da helfen? Wenn man psychedelische Drogen, und eigentlich ist es so, dass es gleich welche psychedelische Droge ist, wenn man die hochdosiert einsetzt. Hochdosiert heißt, um an einen Punkt zu kommen, wo die Kontrolle des Verstandes aufhört. Wenn man sie so einsetzt, dann geht man jenseits des Denkens und obschon es für den Verstand so erscheint, als würde man sterben, denn genau das passiert eigentlich, wenn man den Körper verlässt, der Körper bleibt zurück, der Verstand kann nicht mehr funktionieren, weil kein Leben mehr im Körper ist. Also Leben ist ein anderes Wort für Liebe oder Energie oder Gott oder Emptiness oder Fullness. Und wenn es halt so ist, dass diese Hülle leer ist und das Gehirn nicht mehr funktionieren kann, dann stirbt tatsächlich das, was uns die ganze Zeit einredet, es sind wir. Also individuell jeder für sich. Eigentlich ist der Verstand aber bloß eine Ansammlung von den Erfahrungen, die man so im Leben gemacht hat. Also, ne, wenn ich jetzt einen von euch fragen würde, wer bist du, dann kann man eine gute Liste aufzählen, was alles zu der Person als solches gehört. Die Vergangenheit, die aktuelle Position, das, was er tut, was er liebt, was er. Ne, aber es sind eben alles Eigenschaften, die erlernt wurden. Und die auf die eigentliche zentrale Wahrheit, dass alles Liebe ist, alles Eins ist, alles Energie ist, aufgestülpt werden. Die meisten Menschen haben es nicht so rosig gehabt in der Kindheit, wenn man sich unsere Welt anguckt, unsere Gesellschaft anguckt. Also ich habe drei Kinder und bei meiner ältesten Tochter, speziell bei der, weil die halt schon 18 ist, kriege ich halt mit, ne? Jeder Dritte hat halt irgendwas. Ne? Also Depressionen, Essstörungen, sind so die Klassiker, ne? Borderline auch immer gerne gehört. Und es nimmt echt verdammt viel zu. Ganz einfach, weil wir mit dem Konzept, Mensch zu sein, nicht mehr so weiterkommen. Weil wir eben immer wieder und alles nur vergessen, wo es eigentlich im Leben geht, zusammenzuhalten. Alles ist eins. Wenn wir uns gegen etwas stellen, stellen wir uns gegen uns selbst. So, jetzt bin ich glaube ich schon an dem Punkt, wo sich jeder fragt, Alter, soll ich dafür Geld bezahlen? Ich wollte doch was über die Droge wissen. Natürlich reden wir jetzt hier über 5-MeO-DMT. Zentraler Punkt für mich da ist, ja, frag mich. Also nicht jetzt, ne, das machen wir dann so, ja, aber üblicherweise ist es so, dass einer irgendeine Stunde labert und eine halbe Stunde wird gefragt. Das können wir gerne 50-50 ausdehnen. Ich habe jetzt nicht wirklich so ein Konzept, was ich euch runtereier, weil ich es einfach fließen lasse. Das kommt dann eins zum anderen. Aber Fragen ist was, wo
Inhalt aufkommen, den ich mir vorher gar nicht ausdenken kann, der aus sich selbst heraus entsteht, durch euch, durch uns als Gruppe. Deswegen, wenn ihr Fragen habt dazu, also ihr werdet ja schon mal 5-MeO-DMT gehört haben. Was und ist halt euch danach hier? Was ist 5-MeO-DMT? Ja. Ja, eigentlich um die Fragen. Ich kann gerne das direkt aufgreifen und mal erzählen. psychedelische Drogen, wir hatten das. Ich arbeite mit 2 psychedelischen Drogen, eigentlich 3, weil die eine Kombination aus 2 psychedelischen Drogen ist. Das ist Hamalin, ein Monoaminoxidase-Hemmer, Peganum Hamalasamen enthaltenes, aber auch die Banisteriopsis Kapi-Liane, die im Dschungel als Ayahuasca umhergeht. Wie das beim Ayahuasca auch schon so ist, ist es eben auch bei den Kröten, dass da unheimlich viel Raubbau für betrieben wird. Also die Kröten haben überhaupt gar keinen Spaß, ihr Sekret abzugeben, was 5-MeO-DMT enthält. Und die Pflanzen im Urwald abzuholzen, bloß weil sie Hamalin und DMT enthalten, macht auch nicht viel Sinn, weil es halt Quellen gibt, die wesentlich sinnvoller sind. Und Peganum Hamala ist so eine Quelle für Hamalin. Ursprünglich Hamalin, Hamala, kommt es daher. Das sind Samen von einem Strauch, der eigentlich Unkraut wächst, da wo er herkommt. Und damit auch ökonomisch und ökologisch und weiß ich nicht, ne? Also dauerhaft verfügbar ist, ohne dass die Pflanze sterben muss. Anders als bei der Liane, die halt erstmal 4-5 Jahre wachsen muss, die man sie dann abholzt komplett und sie ist dann weg. Peganum Hamala mische ich mit psilocybinhaltigen Pilzen. Und zwar verwende ich eine Pilzart, die eine relativ stabile Potenz hat, wo ich davon ausgehen kann, dass wenn ich 1 Gramm gebe, habe ich immer den gleichbleibenden Inhaltsstoff an Psilocybin, was ungefähr 12 Milligramm ist. Und wenn man das mit einem MAO-Hemmer kombiniert, ein MAO-Hemmer ist ein Monoaminooxidase-Hemmer. Die Monoaminooxidase ist ein Enzym im Körper, was Giftstoffe abbaut. Also wenn ihr eine Banane esst, dann wird euch nicht schlecht, weil die Monoaminooxidase dafür sorgt, dass das giftige Tyramin, was in der Banane ist, abtransportiert wird. Wenn man die Monoaminooxidase hemmt, sollte man schauen, dass man bestimmte Lebensmittel vermeidet. Es ist aber so, dass grundsätzlich, so handhabe ich das, wenn man in eine psychedelische Erfahrung geht, sollte man sowieso den Tag fasten. Von daher, ne, ist, also die Diäten, die eingehalten werden müssen bei Ayahuasca von 2 Wochen und vorher und alles, das dient eigentlich nur dazu, den Verstand bußfertig zu machen. Das sehe ich ganz anders. Das ist aber Teil des Konzepts des Schamanismus, dass Menschen halt versucht werden, klein zu halten. Das Ego, der Verstand wird halt klein gehalten, sodass die Menschen bußfertig in diese Erfahrung reingehen. Sehe ich anders. Bei mir ist immer so, dass ich, das Leben an sich ist eigentlich ein Quell der Freude. Also, ne, klar, guck mal rum und so, ne? Aber es ist Tatsache so, weil all das passiert hier nur, damit das eine sich in der Form der vielen erfahren kann. Und das ist grundsätzlich erstmal eine Erfahrung, die ist nicht gut oder schlecht, weil, ne, bedingungslos, die Liebe. Und deswegen ist es völlig egal, was hinten rauskommt, der Weg ist da das Ziel. Und um mal wieder zurückzukommen, wo wir eigentlich herkamen, wenn man Hamalin mit Psilocin ist der eigentliche Wirkstoff der Pilze, Psilocybin ist die Phosphoryloxid-Version, die stabiler ist, aber im Endeffekt wirkt im Gehirn Psilocin, 4-Hydroxy-DMT, DMT, 5-MeO-DMT, NN-DMT, der Wirkstoff von Ayahuasca. Alles Stoffe, die dem Serotonin im Körper, dem Tryptamin im Körper sehr ähnlich sind. Hamalin ist auch ein Tryptamin. Olli, klick mal einen weiter. Auf den Wirkstoff. So, oder? Noch einen? Ja. Weißt du Bescheid, ich habe keine Ahnung, was da kommt. Ne? Also, ich habe zwar so ein paar Bilder geliefert, aber habe ich einen Zeichenstopp? Laserpointer. Nee, ich muss auch nicht. Ich muss es mal selber benutzen, das hier. Ist das jetzt irgendwie, muss ich das ausfüllen? Ganz links, kann ich gut sagen, dass. Kannst du hier, wenn du hier drauf willst, kannst du hier. Also ganz links, Serotonin, dann DMT, dann 5-MeO. Ja, das ist mal, das ist die kleine Dimethyl, weil hier ist das Dimethyl. Ne? Und das, ja, stimmt, das ist 5-MeO-DMT, das ist DMT, richtig. Ja, wow. Und Psilocin wäre.
4, glaube ich, ne? Hier oben. Da? Ja, da. Vierte Position, also die 5, ja, gibt diese Position an. Das ist der Indol-Ring und die fünfte Position besagt nur, dass an der Stelle die Methoxygruppe sitzt. Und an der Stelle, 4-Hydroxy, sitzt beim Psilocybin die HO-Gruppe, die Hydroxygruppe. So. Ja, aber man sieht, dass das dem Serotonin, dem Hauptneurotransmitter im Gehirn, sehr ähnlich ist. Also, wenn man genau hinschaut, dann sieht man die Tryptamin-Basis. Und das ist ja schon mal eine Menge. Ne? Beide Stoffe sind im Gehirn endogenous. Endemisch? Ist das das deutsche Wort? Endemisch? Oder endogen? Endogen. Endogen, natürlich, ja. Ich habe da bediene ja viel englisches Publikum, deswegen. Ja. Also es kommt im Gehirn natürlich vor. Es sind Neurotransmitter, die im Gehirn ausgeschüttet werden. Meiner Ansicht nach, und ich muss sowieso für den ganzen Vortrag hier ja, vorweg schicken, das sind meine Erfahrungen, das ist das, was ich gelernt habe, das ist das, was ich in der Praxis, in der Theorie gelernt habe über 25 Jahre. Seit 25 Jahren mache ich Pilze. Nicht Sessions, die mache ich jetzt seit 7 Jahren, aber ne, 25 Jahre Pilze machen, muss es ja auch erstmal und ja. Jedenfalls. Alles, was da so kommt, ja, ist hier ne, meine Realität. Also, ne, müsst damit machen, was ihr wollt. Ich versuche es euch mal so zu verkaufen, dass es glaubwürdig klingt. Das NNDMT, so heißt es, meiner Ansicht nach, wird im Schlaf ausgeschüttet. Wir haben ja einen Schlaf, wo wir uns viel rumwälzen und machen und tun. Und wir haben einen Schlaf, den nennt man REM-Schlafphase, Rapid Eye Movement. Das brauche ich jetzt nicht übersetzen, ne? Das ist die Phase, in der der Körper paralysiert ist, aber die Augen schwer in Bewegung geraten, geschlossen natürlich, aber die Pupillen dahinter. Und das ist die Phase, die man auch als Traumphase bezeichnet. Und es sind halt Studien gemacht worden, wo Menschen die REM-Schlafphase entzogen wurde. Und eigentlich geht man davon aus, dass Schlafen dafür da ist, dass der Körper sich regeneriert. Das tut er auch, wenn er auf der Couch liegt. Der Schlaf, der Sinn vom Schlaf ist eigentlich, dass wir in die Rapid-Eye-Movement-Phase gehen, damit unser Sein, unser Spirit, unsere Seele, ja, sich vom Menschsein erholt. Und währenddessen wird der Verstand mit Bildern unterhalten, nennt man Traum. Und diese Träume werden aufgelöst von NNDMT im Gehirn. Wenn man mal NNDMT... Wo ist der Unterschied zu 5 Entschuldigung. Ja, da komme ich halt jetzt hier mal. Meiner Ansicht nach, ja, ist es halt so, dass man kann 5-Meo-DMT und auch DMT vaporisieren. Das heißt, man nimmt die Reinsubstanz als Freebase-Molekül, als freie Base, das heißt also, es ist kein Salz. Ein weiterer. Ja, aber dann kommen wir zum Krücken ja gar nicht. Ah, ja, kannst du zurückmachen. Ja, okay. Du machst dann zurück, doppelklicken oder? Nee, fall zurück. Links. Egal. Schön, dass ich da was mitgebracht habe. Was war jetzt heute nochmal ganz oben, oder? Ja, also hier, ne, ist jetzt auch nicht super aufgelöst, der Geist hat da Kacke gebaut. Weil so sieht es eigentlich auch genau wie Scheiße. Also das hier ist das da zusammengeschnitzelt. Und dabei handelt es sich um 5-Meo-DMT Freebase. Ich bekomme die Freebase in Holland, da ist das nämlich legal. Die Substanz ist immer noch legal und da kann man das auch kaufen. Da bekomme ich das auch als Freebase, allerdings ist die, weil die in größeren Mengen hergestellt wird, leider etwas dreckig. Deswegen gehe ich hin, löse die in einem Lösungsmittel wieder auf und lasse die dann aus dem Lösungsmittel heraus in Kristalle wachsen. Also man kann entweder das Lösungsmittel ins Gefrierfach packen und dann fallen die alle aus, dann hat man so einen weißlich kristallinen, flockigen Extrakt. Oder aber man lässt sie über 3-4 Tage in Kristall wachsen. Also eigentlich ist es jetzt ein schönes Foto gewesen von Kristallen. Das ist kristalline Struktur von 5-Meo-DMT-Kristallen. Ja. Aber wir wollten ja nicht wissen, 5-Meo-DMT der Unterschied zu. Ne? Also, NNDMT wird ausgeschüttet im Gehirn, wenn wir schlafen. Aber auch, also zumindest gefunden worden, aber auch bei der Geburt und auch beim Tod.
Der Hauptstoff, der im Gehirn ausgeschüttet wird, wenn wir sterben, ist allerdings 5-MeO-DMT. Ich habe einen Freund, der hat tatsächlich eine echte Todeserfahrung gehabt, also Nahtodes, weil er ist ja nicht tot. Wir waren in der Sauna und wir haben den ganzen Tag nichts getrunken und wir hatten mal so 8-9 fette Saunagänge. Und den habe ich dann aus der Sauna kratzen müssen nach dem letzten Aufguss. Der ist dann in das Glas gegangen und hatte 4 Stunden war er weg. Ne, weil sein Gehirn keine Flüssigkeit mehr hatte. Er hat dann Wasserkonserven natürlich bekommen vom Notarzt. Aber dieserjenige, der hat sehr viel Erfahrung mit 5-MeO-DMT vorher gehabt. Und von dem Erlebnis, was er da in echt gehabt hat, ist alles, was er sagte, ja, 5-MeO-DMT. das glaube ich jetzt einfach. Ja, fühlt sich für mich total glaubwürdig an. Wenn man nämlich 5-MeO-DMT raucht, anders als, also ich sagte eben schon, alle psychedelischen Substanzen können dahin führen, wohin 5-MeO-DMT auch führt. Das ist also nicht so besonders, dass es nur das kann. Alle psychedelischen Drogen hoch genug dosiert, zumindest die, die ich gemacht habe, und zumindest die, die natürlichen Ursprungs sind. Ein anderer Freund von mir, der ist so der LSD-Guru vom Herrn, 6, 7, 800 Erlebnisse. Als der dann aber mit dem Hamalin und den Pilzen eingestiegen ist, mit einer vollen Dosis, auch da muss man natürlich hoch genug dosieren. Ne? Das heißt, ich gebe keine Dosierungseinleitungen für, nee, echt nicht. Mache ich auch grundsätzlich, also wenn mir jemand schreibt, auch mache ich nicht. Weil der Punkt ist ganz klar, wenn ich jetzt sage, so nimm mal so und so, weißt du, und dann passiert was, und das kann, wirklich. Ne? Wir reden hier von Substanzen, die einen in den Zustand versetzen, dass alles, was man glaubt zu sein, verschwindet. Also Todeserlebnis ist Todeserlebnis für den hier. Das Schönste ist, wenn man das mal durchlebt hat, erkennt man eigentlich, dass das hier eben nicht alles ist. Die Person, die man glaubt zu sein. Und dass das eigentlich eine wunderschöne Sache ist. Also ich habe gerade eine 5-MeO-Session gehabt heute, sehr lustige Anekdote dazu. Der hatte danach ein Business-Meeting. Der kam also zu mir im Anzug und allem. Wir sind dann in den Wald gegangen, er mit meinen Klamotten, also ne, was ich so hatte noch, extra außer diesen. Und also doch sehr dreckig im Wald. Und dann hat er auch mit den Klamotten dann die Session gemacht, weil viel bequemer. Ne? Und danach ist er zu einem Business-Meeting gegangen, weil ne, NNDMT verdampft und 5-MeO-DMT verdampft, dauern 30 Minuten. Kernerfahrung 5 bis 10 Minuten. Aber nach 30 Minuten kann man zum nächsten Business-Meeting gehen. Deswegen wird es in der Szene auch ganz gerne Businessman's Trip genannt. Oder Businessman's Lunch Trip genannt. ist natürlich Bullshit, weil wollte ich jetzt nicht, aber ich habe auch vorher geklärt, das Business-Meeting war nicht so tolle. Und der Matthias ist auch ein Typ, der, und das ist das, was ich eigentlich erzählen wollte, das war... Ich möchte sagen, das war die schönste 5-MeO-DMT-Erfahrung, die ich begleitet habe. Ich habe ein sehr, sehr hartes Screening-Verfahren. Ich schaue mir die Leute sehr, sehr genau an. Wenn mir jemand schreibt, dann muss er sich im Anschluss erstmal nackt ausziehen, ohne das physisch zu tun. Und interessanterweise haben die meisten Menschen viel mehr damit Probleme, ihre ganze Geschichte abzulassen, als sich tatsächlich nackt auszuziehen. Also wir gehen ja alle in die Sauna und so, ne? Aber aufzuschreiben, wie bin ich hier hingekommen? Wer bin ich? Was macht mich aus? Wo sind meine Defizite? Das macht keiner gerne. Und das Interessante ist, wenn die Leute das dann machen, dann schreiben die mir meistens, boah, das alleine hat es jetzt schon gebracht. Und das war mal ganz verrummelt, ne? Weil klar, das bleibt ja sowieso stehen. Und dieses Screening-Verfahren ist sehr wichtig. So empfinde ich das. Ich mache auch nicht viele Sessions, 4 vielleicht im Monat. Weil es tatsächlich so ist, dass 5-MeO-DMT und 5-MeO-DMT nicht das ist, als was es beworben wird oder so. Instant Pill Enlightenment ist sowas, was der ein oder andere YouTuber da gerne benutzt. Halte ich für total Bullshit. Instant Pill to Enlightenment. Okay. Ja, als ob es tatsächlich so wäre, dass man 5-MeO-DMT braucht, alles ist okay. Ist gar nicht so. Und in meinen Sessions ist es tatsächlich so, dass gute 90-95% der Menschen eine All-Eins-Erfahrung haben. All-Eins, Non-Dual, Gott-Erfahrung oder für den Verstand dramatisch, werbetechnisch, Todeserfahrung.
Das Interessante ist, Tod ist nichts Schlimmes. Ne, der Tod wird bewertet vom Verstand als etwas wichtig. Ne? Deswegen rennen wir ja alle rum und tun so, als würden wir ja nicht sterben. Unsere Gesellschaft beschäftigt sich ja nicht viel mit Tod. Und das liegt in erster Linie daran, weil wir alle vermeiden wollen, dass wir irgendwann sterben. Der Verstand ist derjenige, der es vermeiden will, und der weiß aber ganz genau, irgendwann muss dieser Körper gehen. Das Leben selbst, das, was die Essenz in uns allen ist und in jedem individuell ist, ist lebt unendlich. Ja? Also ist nicht zeitlich begrenzt. Deswegen ist es eigentlich eine wundervolle Erfahrung, und zurück zum Matthias. Ja? Er hat geraucht, 30 Sekunden später so ein breites Grinsen bekommen, also volle Dosis, ne? So ein breites Grinsen, Lachen. Also war nicht ein Grinsen ist ja irgendwie so, ne? Aber ein ganz breites Lachen bekommen und völliger Frieden. Das ist ein ganz wundervoller, ganz, ganz liebevoller Mensch. Der hat natürlich andere Baustellen als Leute, die jetzt viel mit Wut und anderen Krams zu tun haben. Denn auch er hat Sachen natürlich, wo er von zurücktreten lernt, von zurückzutreten im Leben. Aber grundsätzlich ist er ein unheimlich liebevoller Mensch. Und wenn so ein Mensch in einer Liebeserfahrung geht, also nicht Todeserfahrung, sondern Liebeserfahrung geht, dann ist genau das, was passiert. Die Liebe tritt komplett zutage, ja, oder zeigt sich in der Form. Totaler Frieden. Hingegen ganz viele, könnt ihr euch YouTube angucken, ne, gehen da rein, treten, schlagen, schreien, flippen völlig aus, werden von Octavio weggekickt dann mit Wasser oder sonst wie, oder diverse anderen. Und es ist wirklich so, also das ist ganz lustig eigentlich, weil sehr viele von diesen YouTube-Videos online sind, da wundert sich doch immer, dass die Menschen so jeck nach dem Zeug sind. Aber es ist halt tatsächlich so, der neue Shit, ne, ist jetzt nicht mehr Heilung und Schamanismus und Schamanismus und Heilung, das ist so das, was attached ist zu diesem Ayahuasca-Tenor, der in den letzten 20 Jahren ja, sich etabliert hat, ist ja kein Hype mehr, das ist ja wirklich etabliert in der Szene. Und bei 5-MeO-DMT ist der Hype jetzt, ne, klingt gerade an, und der zieht halt nochmal ganz andere Leute an, nämlich die Spirituellen. Ich kriege halt ganz oft auch E-Mails von Menschen, die haben noch nie eine Droge genommen. Also nicht mal gekifft oder so. Und die wollen dann 5-MeO-DMT rauchen, was grundsätzlich kein Problem ist. Ja? Bei spirituell Erleuchteten oder glauben, dass sie erleuchtet sind oder spirituell unterwegs oder, und das ist der Klassiker, spirituell suchend. Ja, genau, da muss ich auch mal lachen, weil ich glaube, ich mache mal so. Weil, ne, eins steht nämlich dem Finden im Weg, grundsätzlich im ganzen Leben, und das ist die Suche. Es ist immer jetzt und hier. Und wenn ihr mal genau schaut, jetzt und hier, also hier oder da oder, ja, jetzt und hier, ist eigentlich alles okay, ne? Oder nicht? Wenn ich jetzt anfange, es zu denken, was brauche ich noch alles, was muss ich noch alles, was hätte ich noch gern, was habe ich gerade falsch gemacht, wie komme ich da wieder hin, ne? Da fängt es dann an. Und jetzt und hier ist alles okay. Und deswegen kann auch nichts gefunden werden, irgendwo, weil alles hier ist. Und deswegen ist das Finden schon, hat schon stattgefunden. Und wenn jemand auf der Suche ist, aber diese Suche nicht aufgeben will, dann ist es sehr tragisch, wenn der in eine 5-MeO-DMT-Erfahrung geht, weil die dann nicht ins Gesicht geschmissen. Und spirituell Suchende haben meistens halt auch so ein spezielles Bild von spiritueller Natur, Spiritualismus, sag mal, ja. Also, ne, die haben eine ganz feste Vorstellung davon, wir sind alle eins, ne? Aber so ist es halt nicht. Wir sind wirklich alle eins. Aber wenn ich anfange so, ja, also der ist nicht so spirituell wie ich, oder der ist jetzt hier, der ist auf einem guten Weg, ne? Der müsste noch und so, ne? Ist ja schon nicht mehr. Und das ist halt der Punkt. Deswegen ist die Droge, ihr habt Spaß, gell? ich auch. Deswegen ist es halt tatsächlich so, dass diese Substanz nicht die Instant-Pill zu Enlightenment ist. Kommen wir mal zurück, was das 5-MeO-DMT von DMT unterscheidet. Die Methoxygruppe, MeO, eine oxidierte Methylgruppe. Ich habe festgestellt,
Es gibt andere Drogen, meistens Research Chemicals. Research Chemicals sind Sachen, die früher mal legal verkauft werden, die dann auch nach und nach. Es gibt jetzt gerade so eine ganz neue Drogen, so ein ganz neues Drogengesetz in Deutschland, was alles verbietet, was nur so ähnlich aussieht, also wie Tryptamin oder Methamphetamin oder wie you name it. Das ist ganz lustig, weil natürlich sind, haben wir eben gesehen, Serotonin ist ja auch ein Tryptamin, Melatonin ist auch ein Tryptamin. Und dann steht da ganz lustig drin, alle Tryptamine sind verboten, außer Melatonin. Serotonin. Solange sie keine nützliche Anwendung haben. Ach, Tatsache, okay, das habe ich überlesen. Aber. Aber das ist ein ja, das ist ein ja, aber was sagt, was ich eigentlich. Ne, ich schlage immer gerne Kapriolen. Es gibt andere Substanzen, die MEO-Gruppen haben, also Methyloxid-Gruppen an anderen Stoffen, an anderen Drogen dran haben. Und ein paar von denen habe ich ausprobiert. Und das Interessante ist, dass diese. Dieses Zerfließen im Licht, also dieses sich auflösen in flüssiger Sonne, das ist so, das liebe ich das Wort, also in Englisch Liquid Sun, Liquid Sunlight, ja. Ist wirklich, ist tatsächlich so, also eine 5-Meter-Erfahrung ist im Kern, wenn man sie denn beschreiben wollte, ein sich auflösendes Licht. Das ist also nicht irgendwie viel Unterhaltung wie bei einer Ayahuasca-Erfahrung, bei einer DMT-Erfahrung, wo es halt Visionen gibt oder auch bei den Pilzen oder so. Bei 5-Meo-DMT ist immer noch eine Basis DMT da, ne? 5-MeO-DMT. Bei 15 Milligramm volle Dosis sind natürlich auch ein paar Milligramm fürs DMT, aber 10 Milligramm DMT sind nicht so stark visuell. Ein bisschen, ein paar Fraktale, ein paar Farben oder so. Aber im Endeffekt, das habe ich so festgestellt, hat schon einer Kopf geschüttelt, die Methoxy-Gruppe ist dafür verantwortlich, dass das 5-Meo-DMT so wirkt. Und dass dieses sich auflösen in der Energie, in der Sonne, im Licht stattfindet. Und um nochmal ganz zurückzukommen, 5-Meo-DMT kann das recht leicht, weil es nur 15 Milligramm braucht, der Droge, und die durch Vaporisation appliziert. Vaporisation ist über die Lunge ins Gehirn. Das geht dann nicht über das Herz, das ist die schnellste Form, um in den Körper zu gelangen, ins Gehirn zu gelangen. Rauchen oder vaporisieren. Man kann es auch schnupfen, muss dann aber die Dosis deutlich erhöhen. Aber Tatsache, 15 Milligramm vaporisiert, führen in eine Todeserfahrung. Ob die Todeserfahrung in eine All-Eins-Erfahrung übergeht oder verstanden wird als solche, als eine All-Liebes-Erfahrung verstanden wird. Das ist immer, kommt immer auf den jeweiligen Menschen an, auf seinen Weg, was er bis jetzt gesehen hat im Leben, was ihn ausmacht, was für ihn bestimmt ist. Und das ist halt so auch der Trick, ne? Ich folge dann nur meiner Intuition, wenn mir Menschen schreiben, ob ich eine Session mache oder nicht, und ich schicke mindestens 50% weg. Also gerade 5-Meo-DMT wird groß nachgefragt, und es jedem zu geben, endet dann da, wo einige der bekannten Facilitators jetzt gelandet sind, nämlich in einer fetten Unterschriftensammlung, Petition, wo aufgedeckt wird, was da alles nicht so läuft, wie es laufen sollte. Bei mir dauert so eine Session auch 5 Stunden und nicht eine halbe. Ne? Man kann natürlich 14 Leute in der Reihe durch, alle halbe Stunde, weil die Session selbst, die Erfahrung selbst nicht so lange dauert. Aber es ist ganz wichtig, dass tiefes Vertrauen gefasst wird, das passiert schon in den E-Mails, und dass man dann zusammenkommt, und Wald draußen ist das Beste, um gegroundet zu werden, um geerdet zu werden mit dem, was wir alle sind. Und dann erst die Session mit aller Ruhe in die Sache reinzugehen. Und dann auch Essen danach und Integration, sodass das alles eine runde Sache ist. Deswegen mache ich das in 5 Stunden. Ich will ja gar nicht so viel drüber reden, was ich so mache. Ne? Wir wollten ja eigentlich darüber reden, dass die Droge so kann. Magst du vielleicht mal sagen, warum du den Kopf geschüttelt hast, als ich da von Neo einen getrennt habe? Oder war das gar nicht darauf bezogen? Ja. Wenn du magst. Okay. Darf ich vielleicht? Ja. Und wenn du sagst, die Methoxygruppe macht dieses Liquid Sun. Ja. Also, kannst du andere Beispiele finden? Also, die Drogen, die ich ausprobiert habe, die ich dir nennen kann, 5-Meo-Dalt,
5 Mio MIPT, 5 Mio DIPT und mein großer Liebling, ein Dissoziativum, 3 Mio, 2 Oxo, PCE. Das war damals MXE, Methoxyetamin genannt. Hochsuchterzeugend, weil es auf der einen Seite die Basis des Ketamins hat, hier NMDA-Rezeptoren, ne? Und auf der anderen Seite eben diese Meo-Euphorie. Ne? Diese, ja. Aber hast du mal Mescalin probiert? Ja. Hat Mescalin Meo? 3. Das wusste ich nicht. Also, nee, ehrlich, das wusste ich nicht. Also Mescalin ist 3. Ich hab Mescalin-Kakteen, natürlich. Ja, ja. Meine Biotis lernte ich nicht, aber die Petros. Nee, also Mescalin hat pro Molekül 3 Methoxyetamin. Ja, Wahnsinn. Also, ich werde das erforschen. Also, ich will schon nichts was verleiten. Ne? Hm? Nur die Fünfergruppe, das macht mir weg. Nee, die Dreier auch. Weiß nicht. Die Dreier ja auch. Also Methoxyetamin kennst du ja. Ne? Wenn du Methoxyetamin reinlegst, kommst du raus und sagst, oh, 5 Mio, oder? Ja. Also, ja. Also ich will jetzt nichts verleiten. Nein, aber also das Gute meine ich ja. Wow, was soll das denn? Das Leben, ne? Der Weg ist das Ziel. Ja, ne? Das einzige Wissen, was es gibt, ist, dass ne? Also MDMA auch. Feststehen. MDMA auch. Naja, also, ja. Ich guck's mir mal an. Also MDMA, ne? Ja, wie heißt das Molekül? MDMA. Ja. 3,4 Dimethoxy. Methylendioxy. Ja. Ja, wo ist die Meo? Das ist die. Methylendioxy ist ja nicht. Nee, das ist kein Methoxy. Das ist ja. Ein Ring mit. Ja, aber das ist ja dann nicht Methoxy. Ne? Da muss man ja schon. Ne? Also, ich gucke es aber trotzdem mal an. Ja? Also, es ist sehr spannend. Ist aber auch, wie gesagt, bloß meine Meinung. Nicht? Also, ich meine, ich habe ein paar Drogen ausprobiert, die alle denen so ähnlich sind und da kam eben das Gleiche daraus. So, jetzt, welche offene Kiste habe ich jetzt nicht zugemacht auf dem Weg? Kröten. Ja, sollen wir den Kröten mal weitermachen? Rechts oder so geht es auch, genau. Nee, guck mal da so. Ja. Ich bin noch sehr offen. Das ist. Oh, warte mal. Das ist ähnlich. Nee. Doch, glaub schon. Das ist Körn. Da weiß ich nicht, das ist schwierig zu sagen. Das ist, glaube ich, dieselbe Dame. Also bei mir wohnen, das ist ähnlich. Bei mir wohnen 8 von denen. Wovor erwarten wir es rum? Also ne, ich hasse das immer, wenn die Menschen sagen, ich habe. Ne? Also klar, ne, die haben sich selbst, die wohnen da nur. Den Ort habe ich ihnen vorbereitet, zur Verfügung gestellt. Das sind deutsche Bufo-Albanius-Kröten, die sind tatsächlich von deutschen Züchter. Also da wurde keiner irgendwie aus der Wüste weggeschleppt. Ja, die wohnen bei mir so rum. Und sehr geile Tiere, sehr, sehr unglaubliche Tiere. Die sind, und das ist das Interessante, die sind zu mir gekommen, nicht wegen ihrer Substanz, wegen der Substanz im Sekret. Ich hatte früher einen Leguan und habe den dann irgendwann abgeben müssen. Und dann immer eine Tränen geweint, weil ich dann, also das tat mir im Endeffekt leid, es war auch nicht so sinnvoll, weil Leguan sich an ihren Halter gewöhnen, wie an ein Familienmitglied und sich dann auch aufgeben. Aber an Schitte, jedenfalls war ich immer wieder scharf auf ein Reptil. Ja, das sind doch Amphibien, ja klar sind es Amphibien. Jetzt ist aber die Bufo alvarius-Kröte so cool, die lebt ja in der Wüste und die hat sich tatsächlich so an ihre Umgebung adaptiert, dass die tagsüber wie ein Reptil lebt. Also die kann richtig fett in der Sonne ahlen, ne? Amphibium, wie geht das? Alle anderen Kröten sind vergraben im Boden und kommen nachts raus. Nachtaktiv sind sie auch, die nehmen aber auch tagsüber schon mal was zu fressen. Aber es ist tatsächlich so, dass sie tagsüber grau sind, trocken, grau und wirklich so reptilisch aussehen und nachts eine grünlich-feuchte Farbe annehmen. Abgefahrenes Lebewesen, in der Natur 8 Monate bis 9 Monate unter der Erde. Also die kommen nur raus, um neue Kröten zu machen. Wenn die Regenzeit kommt. Das Trommeln vom Regen, wenn die Regenzeit kommt, induziert, dass die sich ausgraben. Die sind so einen Meter tief unter der Erde. Und so haben die an diesem Ort überlebt. Und ja, die können sich unheimlich schnell vermehren. 2 Wochen
dauert die Metamorphose von den Eiern bis hin zur kleinen, mini-fertigen Kröte. Und dann müssen die auch in 3 Monaten wieder unter die Erde. Also die Kröten, die dann da fertig sind, müssen sich dann sofort so vollfressen. Und das ist Wahnsinn, wie die am Anfang wachsen. Um sich dann wieder, und dann wieder genug Fülle an, man sieht es hier nicht so. Ne? Also, ein bisschen hier, ne? Bei mir graben die sich nicht weg, weil die das ganze Jahr die gleiche Temperatur haben. Ich setze die nicht schlafen und ich züchte auch keine Kröten. Das ist mir zu viel Verantwortung und deswegen bekommen die halt auch keinen Winterschlaf. Denen geht es gut, die Großen sind jetzt 7, also die Großen, die Älteren sind 7 Jahre alt und die 6 Kleineren 5. Und alle healthy. Und sehr geschmeidige Tiere. Ist das, also von meiner Erfahrung her, ist es das sozialste, liebevollste Wesen, was es gibt. Und kein Wunder, ne, dass da 5-Medien-Tee im Sekret ist. Die sind wirklich unglaublich, wenn die übereinander sitzen. Ich habe noch so ein Foto, ich hatte, wo ist denn der Ferris? Hat er ihn? Nee, nein, nein. Ach, Ferris. Also weißt du, da fragst du mich nach Fotos und dann, also... Ferris, wo hast du das? Ja, also ich hatte ein Foto angelegt, wo 3 Kröten übereinander liegen. Ja. Und die sind alle Shanti, ne? Da ist kein Stress oder so am Start. Die sind total Shanti und die lieben das so, ineinander verknäuelt, wie so ein kleiner Haufen Kröte zu liegen. Unglaubliche Tiere, wirklich. Da ist, also ich habe noch nie auch nur den Funken von Aggression bei denen gesehen. Und das muss man erst alle nachmachen. Ja, diese Kröten, die haben in ihrem Sekret, also man sagt, im Venom, im Gift, sehe ich nicht so. Das Gift ist, das Venom, das Sekret ist nicht tödlich. Der Großteil des Sekretes, 75%, sind Toxine, die einen Angreifer schachmatt setzen für eine halbe Stunde. Aber auch nur, wenn die Kröten wirklich mit dem Maul gepackt werden und den Kröten klar ist, okay, entweder jetzt oder nie. Und dann sekretieren die, dann schießen die ihr Sekret raus aus diesen Drüsen. Ja, bei den Männchen sind die ein bisschen kleiner und abgeflachter. Und die Ladies haben so ausgewuchtete Größe. Und dieses Sekret ist also für die überlebenswichtig in der Wüste, weil die natürlich ab und zu schon mal von irgendeinem Größeren gefressen werden. Da schlage ich schon den Bogen dazu, wenn man sich jetzt vorstellt, und es ist mittlerweile so, dass da mexikanische Kartelle wohl in die Wüste gehen, also ich habe da Berichte gehört von Freunden aus Australien, weil das auch in die ganze Welt verschickt wird mittlerweile, es ist tatsächlich so, dass da im großen Stil mittlerweile Kröten abgeerntet werden. Und das ist eine wirklich schlimme Sache, weil die Tiere erstens ihr Sekret brauchen, ganz wichtig einfach zum Überleben, das hätten sie es ja nicht, und zweitens, und das ist eigentlich noch viel wichtiger, wenn man das Sekret nicht sauberst entnimmt, also desinfiziert im Anschluss, ich habe da immer so ein Fischdesinfektionsmittel benutzt, das ist natürlich, deswegen tut es den Kröten nicht und funktioniert ganz gut, auch wenn die Pilze oder Bakterien halt haben, dann sollte man das wirklich desinfizieren, damit die Tiere keine Infektion bekommen. Wenn die eine Infektion bekommen, dann sammelt sich der Eiter unter der Drüse und die können daran sterben, wenn keiner den Eiter ablässt. Und klar, ne? Die Kröte wird genommen, abgeschossen, ne? Meistens sammeln die Säcken, da gibt es hier diverse Dokumentationen auch, wo die das dann auch so nett zeigen, ne? Ein ganzer Sack voll Kröte. Abgeschossen, Futter schmissen. Und dann kümmert sich keiner darum, was mit dem Tier passiert als nächstes. Das kann auch sein, dass der nächste Hippie kommt oder der nächste Kartell oder sonst was, ne? Und dasselbe Tier wieder abmeldet, was auch nicht sehr gut ist, weil erstens das Sekret nicht wirklich potent dann. Das ist zwar, das ist dann dünner als eigentlich, aber das, auch das, ne, die Drüsen werden überleert. Das ist nicht gut, wenn da um die kleinste Bakterie, boah, Alter, die kleinste Bakterie reingeht, dann können die Tiere sich wirklich böse infizieren. Ich wüsste es nicht, wenn ich nicht natürlich selber auch schon eine Infektion an der Kröte hatte. Um die musste ich mich dann 2 Wochen kümmern. Und jetzt ist es wieder gut. Aber das war halt zu dem Zeitpunkt, wo ich die Tiere noch gemolken habe. Das tue ich nicht mehr. Ich habe noch einen Rest, den ich verwende. Ansonsten verwende ich, wir waren da eben, ne, kristallines 5-MeO-DMT. Es delivert die absolut selbe Erfahrung. Eigene Tests von vielen. Und ja, der junge Mann da hinten, Ferris, danke. Ne, also es ist einfach idiotisch, die Tiere dafür
in Mitleidenschaft zu ziehen. Und es ist sehr interessant, dass die Spiritualität dann doch da wieder wohl aufhört, die eigentlich Liebe ist. Wenn man gerne spirituell vorankommen möchte, scheiß mal auf die Krippe. Das ist nicht gut. Also ich persönlich finde das scheiße, muss man auch beim Namen nennen. Und das ist ein Teil von dem, warum ich auch auf meiner Homepage darauf hinweise, hier so und so nicht. Ne? Viele, und das haben wir gerade eben schon angesprochen, viele sehen aber tatsächlich 5-Meo-DMT als, so, das mache ich, ne, dann habe ich alle meine Probleme gelöst. Und so funktioniert das halt auch nicht. Beim Ayahuasca hat man mehr so dieses, ja, ich bin so ein kranker Mensch, ich muss ganz viel Heilung haben. Und das Interessante ist, die Leute, die heilen ja nie. Ne? Die gehen 100 Mal zu Ayahuasca und dann fragt man sich ja, ey, sag mal, bist du jetzt eigentlich geheilt? Ja, nee, also ein paar Baustellen übrig. Na klar, ne? Man geht durchs Leben, der Weg ist das Ziel. Und das Leben hat den besten Plan. Psychedelika sind eine Option von vielen, die das Leben einem anbietet. Ne? Andere kriegen Krebs oder fahren sich gegen eine Wand und müssen rehabilitiert werden oder verlieren ein Kind oder das Leben hat den besten Plan und jeder bekommt das, was genau für diese Person das Richtige ist. Und für manche Menschen passiert es mit einer psychedelischen Erfahrung. Und eben anders als viele das so betrachten, ne, der Heilungssinne, um Heilung zu erzielen, oder aber instant spirituell zu werden, sehe ich es eben so, dass man sich genau anschauen sollte, was ist das für ein Mensch, auf was für einem Grundgerüst steht diese Person. Ich schaue halt immer nach drei Aspekten. Also wenn ihr eine E-Mail schreibt, so, ne, ich weiß nicht, was ihr hören will, ne, also so funktioniert es auch nicht, aber die drei wichtigsten Dinge, auf die man schauen kann, wo man erkennt, so, was passiert da? Dankbarkeit und Dankbarkeit ohne Bedingung. Dankbarkeit, scheißegal was ist. Ne? Saddam Hussein, danke. Und das ist Dankbarkeit, egal was passiert. Dann, ich versuche immer ein anderes Wort zu finden, aber das Wort Bußfertigkeit. In Englisch sage ich mal obedience to life. Ja? Also Bußfertigkeit im Leben gegenüber. Wie weit bin ich derjenige in der Lage, dem Sinn des Lebens als das Leben selbst zu folgen? Wie weit bin ich auf meinem Weg gekommen, dem Leben zu vertrauen? Jetzt würden natürlich viele sagen, so, ja, deswegen will ich doch 5-Meo-DMT rauchen, dann will ich das machen. Ne? Klar, aber wenn man nicht auf dem Weg ist, hilft einem das eben auch nicht. Und das dritte wirklich Wichtige ist, wie viel Leid hat dieser Mensch erlebt? Also neben Alter und solche Sachen ist natürlich auch wichtig und ist er wirklich in einem sozial sicheren Umfeld, ist aber wirklich auch das erlebte Leid, also die Leidensgeschichte von diesem Menschen sehr interessant, weil viele Menschen, ne, und ich habe auch schon Menschen so, ne, 18, wohnen noch zu Hause, Vater geht ihm auf den Sack, und jetzt haben wir mal 5-Meo-DMT rauchen, haben die Leute von YouTube gesagt. Ne? Mach ich nicht. Ne? Mach ich nicht. Brauche ich, glaube ich, gar nicht erläutern, warum. Für so einen Menschen sehe ich als erstes jetzt immer zu Hause aus. Ne? Fang mal an zu sehen, was Leben ist, ehe du dich mit einer Todeserfahrung auseinandersetzt. Vielleicht. Eventuell. Wenn ein Mensch nicht viel Leid gehabt hat, dann geht er in eine Erfahrung, die ihn zwingt, in die Knie zwingt, eigentlich auf den Boden, aber ne, die ihn an den Punkt bringt, dass nichts mehr geht. Und ich meine, nichts mehr geht. Oder das ist aber hier schön, Emptiness oder so. Nichts. Da ist keiner mehr, der bewertet, was da jetzt gerade passiert. Man zerfließt ja, in sich selbst. Man zerfließt in der Liebe, im Licht. Und das ist was für die Herrschaft hier oben Scared Shit ist. Also das ist definitiv was, wo, ne, das ist das Ultimative, was jedes Hirn versucht zu vermeiden. Weil ich denke, also bin ich. Und wenn ich mir denken kann, scheiße. Ne? Und deswegen ist ganz wichtig, dass das Leid erlebt wurde, weil sonst, wenn so ein Verstand in so eine Erfahrung geht, und Psychedelika sind immer Leid,
Das ist ganz interessant, weil Psychedelika nehmen dem Verstand die Möglichkeit, normal zu funktionieren. Ne? Nannt man ja auch Modellpsychose oder so. Wenn der Verstand nicht mehr vernünftig funktionieren kann, dann geht ihm der Arsch auf Grundeis. Das wird jeder schon mal erlebt haben. Und dann ist der Griff nach, was tut mir jetzt gut, damit ich mich wieder besser fühle, schnell da. Ne? Abhängigkeiten haben wir alle, kann sich keiner frei von machen. Es geht nicht um die Substanz als solches, eine Droge, eine Substanz als solches. Es gibt zahllose Abhängigkeiten und jeder hat eine. Das Lustige ist, die Leute, die mit dem Finger auf die Junkies zeigen, haben meistens Abhängigkeiten. Ne? Der Punkt ist, alles, was wir wiederholen, damit wir uns besser fühlen, führt zu einer Abhängigkeit. Und grundsätzlich ist das was, was eine erlernte Struktur ist, die wir aus unserer Kindheit mitbringen, hat gut funktioniert bei, es geht mir besser. Und an sich ist das auch nichts Schlechtes und deswegen ist das eigentliche Problem bei einer Abhängigkeit die andere Stimme, kleiner Engel, kleiner Teufel, die eigentlich von derselben Front kommen, die sagen so, das musst du mal dringend loswerden. Und ich weiß nicht, wie viele von euch schon in der Situation waren, dass sie eine Abhängigkeit von irgendwas hatten, sei es eine Droge oder aber irgendwas anderes, und sich vielleicht selbst dabei beobachtet haben, wie sie ständig versucht haben, es loszuwerden, und abends waren sie dann wieder bei der Sache. Und der Punkt ist, dass das genau der Effekt des Lebens ist, um in der Mitte zu bleiben, wo eine Balance da ist. Alles im Leben ist in Balance. Alles basiert auf natürlichen Gesetzen, auf natürlichen, ja, auf der Natur. Was auch immer. Das sind halt viele Worte alles. Deswegen ist eine wahre Drogensucht meistens beides. Ich bin abhängig davon, XY, und ich bin abhängig davon, XY loszuwerden. Und erst wenn man an dem Punkt ist, dass man sich dann auch wieder, ne, zentral in der Mitte befindet und sagt, das ist mir doch scheißegal, ne, dann ist man beides los. Ist mir doch scheißegal, beinhaltet, kann ich machen, brauche ich aber nicht, und es ist okay. Und jeder wird es erlebt haben, ich rauche nicht mehr, ne, aber ab und zu, ne, ist okay, ist auch kein Problem. Man muss sich doch selbst nochmal davon überzeugen, dass es ja egal ist, also weißt du. Ne? Und das ist genau der Punkt. Und da kommt auch wieder Liebe ins Spiel. Der Verstand sagt immer, ja, aber du bist doch jetzt nicht rauchen, du kannst doch nichts rauchen und so. Und dann unterdrücken wir die Energie, wir hätten jetzt gerne eine Zigarette gehabt. Und unterdrückte Energie führt nie zu was Gutem, weil alles sich selbst unterdrückt an der Stelle. Alles ist eins. Und wenn ich etwas in mir unterdrücke, dann ist das ein Teil von mir selbst. Und ich würde mir auch nicht einen Arm abhacken, weil er mir nicht passt. Und das ist genau der Punkt, wenn die Menschen zu mir kommen und sagen so, ey, ich muss mal dringend heilen, das kann ich alles nicht. Ein bisschen, ne? Wie weit bist du bereit zu sagen, okay, das bin ich, hallo, Problem, nee, warum denn auch, so bin ich. Und glaub mir, mein Verein hier oben, ne, mein Chef hier, der bringt eine Menge Zeug mit. Ne? Also ihr werdet schon gemerkt haben, der Typ, der hat es ja nicht alle. Ne? Ich bin ein bisschen schräg drauf. Aber ich freue mich darüber, weil das macht mich aus. Und das, was mich ausmacht, auf der einen wie auf der anderen Seite, und der Olli, der ne, scared shitless, ja, boah, so viele Leute, denen soll ich jetzt was erzählen, was geht denn da? Deswegen habe ich auch kein Konzept, weil wenn ich jetzt ein Konzept hätte, würde der Olli hier sitzen, ja, also ich meine, ne, dann wollte ich mal euch erzählen, und so funktioniert es nicht. Das Leben ist ein Fluss, alles ist Energie und die fließt. Und wenn wir uns mitten reinstellen und sagen, hier Floß, du kannst mich mal, kannst du mal gucken, wie schnell das geht. Oder wie lange du das aushältst. Wer Steine in einem Flussbett gesehen hat, weiß ja, was passiert. Selbst mit Steinen. Und der Punkt ist halt einfach, dass Liebe beinhaltet, bedingungslose Liebe, dass es nicht einen Juden-Olli und einen schlechten Olli gibt, sondern alles ist Olli. Und verdammte Scheiße, ja, das ist okay. Warum denn auch nicht? Alles kommt mit zwei Seiten im Leben. Und wenn wir keine Sonne hätten, gäbe es keine Nacht, kein Mond. Ja? Und alles, ne, Yin und Yang, alles ist in der Balance miteinander. Und wenn ich irgendwas aus mir, von mir selbst wegmachen will,
aktiv, dann kann ich nur verlieren, weil ich gegen mich selbst kämpfe. Jetzt sind so ein bisschen spirituell, ne? Ja, Komm, ich habe die kuschelnden Kröten gefunden. Was meinst du? Ich habe die kuschelnden Kröten. Echt? Ja. Ja. Lass mich das noch zu Ende bringen. Ja. Der Punkt ist. Jetzt geht's aber los hier. Oh, das sind die Bilder. Ja, geil. Kannst du mal hier einfach. Die sind ja alle hochgeladen. Ja, genau. Ja, machen wir mal einen Slideshow. Ich habe jetzt hier einfach mal. Kannst du mit den Pfeilen einfach auf der Ziel. Jetzt hast du mich völlig rausgebracht. Ja, aber auch darauf kannst du jetzt ja. Spann jetzt mein Konzept doch mal. So eine Scheiße. Also alle eins. Die Kröten sind auch eins. Ja. Ne? Aber ich bin still. Ich glaube, ich bin lustig, ja, also zumindest, ne? Nein, ernsthaft. Lachen ist was ein freier Raum ist. Ne? Also wenn man wirklich von Herzen lacht und nicht, weil der so doof ist, ne? Lachen kommt von hier, ist nicht denken. Lacht so viel er könnte. Also wenn es irgendeinen Rat gibt im Leben, lach doch einfach. Ne? Wenn du irgendwo stehst und es ist so ernst und so und ja, lach doch. Ne? Wenn du nicht lachen kannst, dann siehst du schon, wie es dir wichtig ist. Und das Wichtigste, was du dann brauchst, ist eine Enttäuschung. Ja. Aber lachen, ne? Lachen. Deswegen bin ich so ein Kasper. Waschen in der Schule. Aber das war dann mehr so, weil ich Aufmerksamkeit haben wollte. Ich habe ja Aufmerksamkeit schon. Jedenfalls habe ich gelernt, dass es okay ist, so zu sein, wie ich bin. Und das hat die Dinge ins Rollen gebracht. Für mich zumindest. Ich kann immer nur erzählen, was ich erlebe und wie ich das mache und was mir die Quelle sagt. Und ja, bin immer noch kein Millionär, aber vielleicht kommt es darauf einfach nicht an. Bin einfach glücklicher mit mir. Hier und jetzt. Und Olli immer noch so, ja, könnte man mal die Droge nehmen und so. Ne? Klar bin ich bei psychedelischen Drogen gelandet, weil ich ein Druffi bin. Ne? Da machen wir uns ja auch nichts vor. Ne? So, jetzt ist es so, hier Bierchen, ne? Ferris. Nee, ehrlich jetzt nicht. Ne? So, letzte Woche habe ich aber auch noch mal ein Schnäpschen gehabt. Ne? Und dann hast du so eine halbe Stunde ne, Rezeptoren befummelt und dann, Alter, jetzt weißt du auch, wenn du nicht mehr machst. Ne? Aber das ist der Punkt. Ne? Eine rauchen, aber ich bin noch nicht rauchen. Nee. Alles ist eine Erfahrung im Leben, die man machen kann, aber nichts ist ein Muss. Alles ist möglich im Universum. Und wenn ich was muss oder soll oder brauche, wo bin ich denn dann? Dann bin ich nicht mehr frei, alles zu sein. Und das ist genau der Punkt. Das ist der. Muss aufhören? Nee, dann machen wir Pause. Ach so, wenn wir auch. Das hatte ich noch vorne ran, weißt du? Also, nee, also Ferris, du arbeitest gegen mich. Nee, ich arbeite mit dir, ich mache eine Pause, weil das gesund ist. Ja, doch, genug. Wollt ihr überhaupt noch was hören? Nein, okay. Pause oder was, ja? Ich dachte, wir machen eine Pause. Weil ja, und dann können wir Fragen machen. Ja, wir haben jetzt einen kleinen Punkt gemacht, dann dachten wir, ja. Leiten wir über den Fragen. Ja. Alles gut, alles scheißegal, ist mir doch wurscht. Ich glaube, wir haben noch ein Schild, dass wir so bald pausen, nicht sofort pausen. Ja, ich will auch wirklich, ne, also ganz klar, ja. Ich habe nichts davon, also klar, ne, die ganze letzte Woche, ich bin Hausmann, die ganze letzte Woche, ne, aber ich habe die letzten zwei Wochen so beim Saugen so, was erzähle ich denen denn? Bei Putzen so, ja, ich muss noch sagen, also das eine ist total wichtig und so. Und ich habe das alles durchgeeiert im Kopf, ne? Damit ich das jetzt hier alles gar nicht mehr verkaspern muss. Und das ist echt gut. Ne? Also wenn ihr irgendwas macht, so, geht rein. Halt euch drin. Kann nur schief gehen. Und schief gegangen ist auch das Leben. Und das ist halt der Punkt. So. Kann nur schief gehen. Und was ist Schiefgehen? Schiefgehen ist eine Erfahrung. Und aha, und deswegen heißt es auch so, ich bin eine Erfahrung reicher. Und ne, die Dinge so zu betrachten, das Glas ist halb voll, ne, das ist so der Change, den man ne, im Kleinen machen kann. Jedes Tun, also jede Bewertung ist der Verstand. Auch die Bewertung, da bewertet schon wieder einer, ist der Verstand. Das Herz sagt, ja und? Aha, schön. Schön im Sinne von nicht schön oder schlecht, sondern aha. Das ist Liebe. Eine Erfahrung machen. Egal wie sie ist. Und
der Verstand muss immer auf irgendeiner Position stehen, muss immer irgendwas erreichen. Und das ist das andere, was mir sehr wichtig erscheint im Leben. Jetzt und hier ist alles, was es gibt. Ich mache jetzt hier keinen auf Eckhart Tolle oder so. Jetzt und hier ist alles, was es gibt. Das heißt, wenn ich irgendetwas tue, ne, ich muss doch so viel machen, ich muss doch fertig werden. Ne? Wie viele Leute machen das? Ja? So, ich muss doch fertig werden. Und was ist man dann? Ist man dann hier und tut es gerade? Oder ist man dann schon, ja, wenn ich fertig bin, ne, dann kann ich. Und man wird ja nie fertig dann. Weil man einfach nicht im Moment ist und dann es nicht fließt, ne, sondern weil man den Fluss zerstückelt. Nach Häppchen, Portionchen, die man dann abarbeitet. Und deswegen, alles tun, was eine Bedingung in sich hält, was ein irgendwo hinkommen in sich hält, egal was, ne, erleiden werden, reich werden, doof werden, ja, was auch immer werden, ne, ist nicht tun als sein. Wenn tun als sein stattfindet, und das ist dieser Fluss, von dem ich spreche, ne, kein Konzept, weil fließt alles aus sich selbst. Wenn das Tun stattfindet, hier und jetzt, ohne Bedingung, einfach als Tun, dann wird es getan. Das war jetzt ein super Schlusssatz. Wir machen eine kurze Toilettenpause, Raucherpause. Ich glaube, Till oder was geht mal rum, um praktisch die Spende auch rein, weil durchaus Leute sagen, Vortrag ist vorbei, ich gehe jetzt essen, bla bla. Gerne noch eine Spende da lassen. Also nach dem Vortrag gibt hier keine Münze. Genau. Beim letzten Mal war es so, dass ich eben das 5 Meter geraucht habe in einem sehr angenehmen Setting. Da sind dann 14 Menschen gewesen, damals hat Olli noch größere Sessions gemacht, also 5 Jahre her. Und ich habe das so erlebt, dass ich halt durch das Rauchen vielleicht so eine Art DMT-artige Verengung der Wahrnehmung auf bestimmte Inhalte meines Bewusstseins, die mir wie ein Film begegnen, erlebt habe. Also es kam ganz viel Content, aber sehr schnell auf in einer sehr sukzessiven Reihenfolge. Und irgendwann wurde die Intensität so groß, dass es das eben aufgelöst hat und ich mich in dieses Licht ergeben habe. Ich kann nicht weit beurteilen, wie viel Setting da relevant ist. Allerdings habe ich sowas vorher noch nie erlebt und irgendwas ist passiert bei mir. Und anschließend hat der Olli eben, einen Tag später gab es diese Maro-Inhibitor, Maro-Inhibitions-Psilocin-Erfahrung, die im Prinzip an das 5-Meo angeschlossen hat, die wir jetzt gar nicht viel besprochen haben, aber die deutlich bewegender war, weil das 5-Meo eben für kurze Zeit so einen Blick in eine Dimension aufmacht, die ich so nicht kannte, die aber am nächsten Tag durchaus durch die anderen Praktiken, die da betrieben wurden, überholt wurde. Und ein Jahr später, glaube ich, war das 2016, war ich nochmal da beim Olli und da hatte ich deutlich mehr Angst vor der ganzen Sache, weil eben weil mir irgendwie mein Unterbewusstsein gesagt hat, diese Relevanz von dem Ganzen, was da aufkommt an Content, ist viel größer. Und von der Erfahrung selber war es dann so, dass ich, glaube ich, als Erster oder Zweiter dran, ich glaube, der Hobby war vor mir dran, dann war ich dran. Der Hobby, ja. Ja. hat der Robby vor mir dort, ein sehr gefestigter, 45-jähriger... Reine Liebe, der Robby. Toller Typ, ja. hat vor mir noch, dann war ich als Nächster dran, weil irgendwie alle anderen so keine Erfahrung damit hatten. Und da hatte ich durchaus deutlichen Respekt vor. Und meine Wahrnehmung, falls ihr euch wundert, wie sich das anfühlt, war eben, dass so eine Art von... ich habe das geraucht, damals war es Kulten Sekret und 5 Meo gemischt. Ich habe auch immer nur 5 Meo geraucht, der Unterschied ist nicht vorhanden. Und da war es eben so, dass eine Art von Energiefluss, das ist diese 5-Meo-Energie, die ich glaube auf der 3-Meo-Nummer bei Metox oder so gibt es die auch, also dass so eine Körperenergie aufkommt, die eben so ein Bass, wenn man den T-Rauch gibt es auch so eine Körperschwingung eben, die und sich immer weiter steigert, das gibt es auch bei Ketamin in gewissen Maße, wenn man genug davon konsumiert hat, so eine Energie aufzusteigen und man fühlt es eben noch viel extremer und man spürt es dann, man gibt es eine relativ kurzfristige Wahrnehmung von sehr viel visuellem Input, den man vielleicht fraktal nennen könnte, der dann auf den das Bewusstsein ganz viele Bilder projiziert für kurze Zeit. Also du beispielsweise siehst in sehr hellem Licht sehr viele fraktale Strukturen, auf denen das Bewusstsein ganz viel projiziert, was es möglicherweise sein könnte. Und nach kurzem gibt es so ein Whiteout wie im Schneesturm.
der eben dich dazu in die Knie zwingt, praktisch alles, was du bist, alles, was du dir vorstellst, alles, was du dir wünschst, loszulassen. Und dann bist du da drin. Und dann kommst du wieder raus und dann musst du das erstmal integrieren. Und dann hilft es eben, wenn Menschen. Nichts muss. Dann würdest du es gerne integrieren. Und dann hilft es ja, dann wird eben auch Setting und Setting. Aber in der Situation selber ist es sehr intensive. Ich würde sagen, man muss alles loslassen, was woran man festhält. Also Familie, Freunde und so sind alles ganz viele Sachen. Aber ich glaube, je mehr im Leben los ist, je mehr muss man loslassen. Und früher schwer beim 5 Minuten die einzelne Substanz, die ich kenne, die einen so dazu zwingt, alles loszulassen. Alles andere ist eben, außer der Nummer mit Psilocybin oder Psilocybin und Mauerhämmer, die nochmal einen drauflegt, weil man das dann für Stunden loslassen muss, ist man 5 Minuten die Erfahrung, dass man zumindest das, was man denkt, was ist und so, für Kurzzeit loslassen muss. Es gibt keine Wahl. Und ich glaube, das ist dann die Frage, halt, wenn man genug dosiert, dann kann man jeden in die Knie zwingen, aber wie er das dann am Ende es gibt immer eine Phase, wo man alles loslässt, aber wie man das loslassen und das wieder integrieren, wahrnehmen, das ist eine Frage der Einstellung dazu. So würde ich das beschreiben. Danke. Wann haben wir noch die Kontrolle, haben wir, glaube ich, ja, da hast du noch Augenbrauen, nicht? Und sowas. Die werden ja überbewertet, deswegen habe ich abgeschnitten. Da sieht man noch der Hängsame rum. Also das wäre ein richtig großer Brocken, das ist jetzt auch nicht kürzlich aufgenommen. Sie sind das so viel? Habe ich dir so viel geschickt? Wir sitzen halt gerne hier in Reihen. Ne? Man sieht drei Kröten, ne? Der ist wie beim Eisberg, ne? Nur der Zipfel vom Eisberg. Das sind richtige, also das sind zweitgrößte Kröten an der Welt, so Paparazzi. Ne? Also die Mädels natürlich. Die Jungs sind aber sehr schüchtern. Man glaubt es kaum, aber das sind Schisser vom Herrn. Und die können auch quaken, ne? Wobei das so oder sowas ähnliches ist. Der süße Typ. Wie viele hast du jetzt? Ich habe keinen. Bei mir wohnen 8. Okay. Aber da sind sie klein, genau. Das hat man ja schon. Da. Ne? Also, so habe ich die bekommen. Da waren die 2 Monate alt. Und wie alt sind die jetzt? 7 und 5. Also 2 sind 7 und 6 sind 5. In Menschenjahren und Kultenjahren, das ist, glaube ich, der Unterschied. Die werden 10 bis 15 Jahre alt. Manche Menschen sagen, weil die ja in der Natur 10 bis 15 Jahre, wovon sie dann im Endeffekt nur 3 oder 4 Monate im Jahr an der Oberfläche sind, leben, müssten die eigentlich verkürzt in Gefangenschaft leben. Dann müssten meine ja schon tot sein. Also ich weiß jetzt nicht, recht rechnerisch oder so. Die sehen jetzt aber nicht so aus, als wären die gleich tot. Also ich würde behaupten, die leben 10 bis 15 Jahre. Mal sehen. Hier, ne? Also, das ist eine Petrischale, eine 8er, glaube ich, oder eine 6er. Nein, eine 6er, glaube ich. Hier sind sie an den Finger. Oh, so süße Kinder. Total süß, echt. Das ist die Ellie. Ne, das ist der Kirby. Also man kann das, normalerweise, ja, erkennt man das an den Daumen, hundertprozentig kann man die Tiere unterscheiden, das ist schlecht, an den Daumen. Ihr wisst, glaube ich, Frösche, ja, klammern so von hinten, die Herren klammern von hinten an die Ladies. Auch bei den Kröten ist es so, dass die Männchen kleiner sind als die Weibchen und sich von hinten klammern. Und damit das Klammern besser vonstatten geht, weil die echt eine lange Weile dahin, haben die hier eine Hornhaut. So, da so. Das ist so ein schwarzer, dicker, horniger Belag. Die Daumen sind auch kürzer. Und damit klammern die sich dann fest. Und das ist das eindeutige Merkmal, zu sehen, dass es ein Männchen ist. Was aber bei den Männchen auch auffällt, das sieht man jetzt hier ganz, die haben einen viel glatteren Rücken, also die Weibchen. Die haben, also die ganze Kröte hat überall Drüsen. Ne? Das hier sind eigentlich nur Drüsenansammlungen, die halt gemolken werden. Oder auch nicht. Ne? Hier sind die auch, an den Hinterbeinen sind die da, die ganze. Könnte man alles nehmen. Ja? Könnte man alles, das Sekret entnehmen, und in dem Sekret sind 25% bei Tieren, die gut genährt sind, bis zu 25% mit DMT. Und
Man erkennt aber auch bei den Menschen, dass die glattere Haut und die Drüsen, die sind leicht abgeflacht hier. Ne? Bei den Weibchen sind die bauchiger. Also wenn ich die Kröten von oben sehe, dann kann ich die sagen, Arke. Ne? Oder Ellie oder ja. Die Mädchen sind überzahlt. Ich habe zwei Herren, da leben Kermit, Enrico und Ringo. Und ich kann gerade gar nicht auseinanderhalten. Das ist Luzi und Ellie und Francesca und sowas. Ja. Fragen, ne? Mach mal. Machst du nicht verkratzt? Nee. Frag du erst mal. Jeder kommt ran. Weiß man, warum das Sekret in den Kröten und Fünften enthält? Auch da wieder meine Ansicht, ne, so das, was ich gelesen habe. Die Kröten wurden biologisch erforscht, weil alle Kröten erforscht wurden, wie Frösche und so weiter, ne, von Biologen. Und man hat halt festgestellt, weil auch das Sekret untersucht wurde, dass außer dem Bufotinin da halt auch 5-Meo-DMT drin ist. Einzig bei dieser Krötenart, bei den bekannten Kröten. Es gibt sicherlich auch noch unbekannte Krötenarten. Das wurde niedergeschrieben, ich glaube, Anfang... Wie sagt man, 20. Jahrhundert, 1900 irgendwas, ne? Und als die Hippies alle verboten bekommen haben in den 70ern, haben die sich halt, ne, Bananenschalen rauchen, kennt vielleicht nicht jemand, ich bin 45, bei uns gab es noch, was man das ausprobiert hat, ne, Legal Highs. Also was ist noch legal, was kann ich machen und so. Und da ist irgendwie entdeckt worden, so, hey, Moment mal gerade, ne, da waren wir Kröten und so, 5-Meo-DMT. 5-Meo-DMT, interessanterweise, war sowieso bis 2001 legal in den Vereinigten Staaten. Das wurde auch eine ganze lange Zeit als Research Chemical vertrieben. Interessanterweise, weil es den Arsch auf Grundeis schickt, für den Verstand, war es eigentlich nicht so beliebt. Ne? Das ist halt auch, dass es jetzt diesen Hype gibt, ist halt Teil der spirituellen Bewegung. Ne? Wenn man sich mal umguckt, die Eckhart Tolle schießen aus dem Boden wie Pilze. Das gehört alles zusammen. Vielleicht können wir dazu noch sagen, dass das im Gegensatz zum Normal, zum NMDMT, das 5-Meo-DMT durchaus nicht sicher ist zum Konsum. Das heißt, du kannst dich mit 5-Meo kannst dich durchaus umbringen, weil die biologische Reaktion also so extrem ist. Ja. Bekannt, mir bekannt, bei einem anderen Facilitator sind 4 Todesfälle. 2 ältere Herren, die einen Herzinfarkt bekommen haben. Eine Frau, ungeklärte Umstände, und die letzte Frau, die gestorben ist, vor einem halben Jahr oder so, ist erstickt an Tabak und Wasser, die dieser Facilitator appliziert. Frag mich bitte nicht warum, weil das weiß keiner. Aber das 5-Meo an sich ist eben so stimulierend, also ich habe damit Erfahrung, dass also das der Herzschlag geht extrem hoch. Also man kann das Herz ist ganz wichtig, dass das Herz und der Blutdruck ordentlich sind. Bei mir kommt keiner, der nur das kleinste Problem mit Blutdruck oder irgendwie am Herzen hat. Mache ich nicht. Weil, ne, da ist, ich habe es gerade eben auch schon gesagt, das ist eine Erfahrung, Sekunde, das ist eine Erfahrung, die kann man machen, ne? Also total, ne? Aber es ist ein Weg. Es ist ein Weg. Und das Leben hat immer den besten Plan. Und wenn man das jetzt nicht machen kann, weil der Herzklappe nicht richtig läuft oder weil, weiß ich nicht, dann wird sicherlich was anderes passieren. Wenn man offen dem Leben gegenüber ist, wenn man, ne, in Liebe resoniert, in Ja resoniert. Sag mal. Ja, also meine Frage ist ja auch, wir gucken jetzt nicht aufs Herz, sondern es gibt auch Menschen, die sind halt generell körperlich etwas sensitiver, also die können halt viel mehr spüren auch. Also passt du da auch auf? Oder also es ist ja so, es ist ja so, dass im Zuge von diesem Sign-Up, ne, die Menschen sich mir bekannt, ne, wenn die schon eine Erfahrung gemacht haben mit Psychedelika oder wenn sie durch andere Sachen wissen, dass sie sensitiv gegenüber Substanzen reagieren, also ein halbes Bier und ich bin 3 Stunden vollflach besoffen, ne, klar, dann ne, wird das natürlich mit einberechnet. 12 Milligramm ist aber eine Dosis, die eigentlich also die voll wirksam ist. Und auch da, ne, ich habe früher mit 25 gearbeitet. Das ist aber Unsinn, weil 15 bei jedem den Job machen und die 10 mehr verlängern eigentlich nur die Zeit an der Quelle. Und
ne, das ändert ja nichts daran, ob derjenige, ob es für denjenigen bestimmt ist, zur Quelle zu gehen und es noch zu wissen. Das ist ja der Punkt. Ne? Zur Quelle geht jeder. Nur zurückzukommen und zu sagen, ah, so, ne, ist nicht für jeden gemacht. Und bei den Menschen, die total ausflippen, ist es ein Segen, dass sie es nicht mehr wissen. Ne? Weil sonst kommen die nämlich auch noch mit einer Anxiety da raus und Panic Issues und so ein Zeug. Was auch passiert. Ne? Also es gibt auch Menschen, die kommen da raus, nicht wenige, und das ist auch immer die Frage, wie es geht, man. Wie ist die Nachsorge, Vorsorge, ist alles ganz wichtig so. Das ist verantwortungsvoller Umgang mit Psychedelika. Ne? Auch nochmal, um auf Psilocybin mit Hamalit zurückzukommen, Ayahuasca zurückzukommen. Ne? Ich kann dir nicht sagen, er nimmt mal so viel. Ne? Das ist scheiße. Weil es ist wirklich so, wenn du es alleine machst, dann ist es nicht 5 bis 10 Minuten non-dual. Wenn die Dosis hoch genug ist beim Ayahuasca, dann bist du 5 Stunden weg. Ich habe Menschen gehabt, die waren 8 Stunden weg. Die wussten von Minute 1 bis Ende Stunde 8 nichts mehr. Und ihr wollt nicht wissen, was sie abgefeiert haben. Und das ist halt der Punkt. Ne? Wenn du das alleine machst, ist lebensgefährlich, wirklich. Nicht, weil die Substanz lebensgefährlich ist. Suizid ist eine der ungiftigsten Substanzen überhaupt. Ne? Wobei Marihuana noch eine andere Komponente ist. Natürlich, an sich die Substanz. Aber wirklich die Kombination, es ist unglaublich, was das an wahren Wirkstoff von Psilocybin im Gehirn freisetzt. Also es scheint anscheinend so, und das ist alles gefühlt, es ist nicht erforscht, und das, ich weiß auch gar nicht, ob das erforschen kann, aber es scheint so gefühlt, dass es 5-mal stärker ist. Dass die gleiche Menge 5-mal stärker wird, wenn sie mit dem Harmalin eingenommen wird. Und das ist ein verdammter Unterschied, ob du 15 Milligramm Psilocybin nimmst, oder 75. Also, ja, sowas von Unterschied. Ja, sag mal. Wenn Leute so ein Blackout haben, haben die dann in der Regel, kann man darauf schließen, dass sie eine schlechte Erfahrung hatten? Also, Nee. Das ist, verstehst du, im Nachhinein stehst du da und sagst, aber das war keine gute Erfahrung, nicht? Ja. Also, ne, deswegen sage ich, es gibt 2 Dinge, auf die ich achte. Sichere Erfahrung und sinnvolle Erfahrung. So, und wenn jemand sich auskotzt und ausschreit und aus, weiß ich nicht, und da rauskommt, das aber nicht bewusst verarbeitet, was da passiert ist, eben nicht diese Erfahrung hatte, diese, ne, dann fühlt er sich natürlich 2 Wochen besser, weil klar, das Gehirn wird einmal durchsortiert, ne? Die Energie wird komplett einmal wieder neu ausgerichtet, wie bei den Magneten, ne? Und auch der komplette Chemiehaushalt im Kopf wird einmal durchgepustet. Das ist aber eigentlich eher das, was auf einer physischen Ebene mit jedem Psychedelikum temporär stattfindet, 2 bis 3 Wochen. Deswegen rennen viele, ne? Ich habe mich so gut gefühlt nach dem Ayahuasca und zack, 3 Wochen später wieder am Wochenende dabei. Ne? Und das Lustige ist dann, ne, ich sage ja, ne, früher war ich drogenabhängig. Ne? Alles sind Drogen, alles, was ich wieder tue, ne, ist eine Abhängigkeit, die ich habe. Ich sage jetzt nicht, es geht darum, alle Abhängigkeiten loszuwerden. Ich sage nur, man sollte denen gegenüber bewusster reden und nicht sagen, ja, das ist doch Medizin. Ne? Das ist Bullshit für mich. Wenn ich Medizin nehme, habe ich die Idee, dass ich krank bin. Wenn ich Heilung brauche, habe ich die Idee, dass ich krank bin. Und keiner ist hier krank. Krank ist eine Bewertung des Verstandes. Und was wir sind, oder was passiert ist, wir haben einfach vergessen, wer wirklich ist. Wir haben einfach vergessen, wer wir wirklich sind. Und das ist kein Dilemma, das Human Habit, Human Condition. Aber kein Problem. Und der es ein Problem nennt, ist derselbe Human Condition. Sag mal. Du warst ja, also wenn ich es nicht verstehe, schon eher räumliche Dosen, ist nicht so wie. Nee, ich sag ja, mit Hinblick auf non-duale Erfahrung, ja. Also du meinst, das ist quasi die zentrale Erfahrung, die verwendet wird, ist non-duale. Ja, also so weit zu gehen, dass nichts mehr, dass keiner mehr übrig bleibt, der eine Erfahrung macht. Ich, also das alles wird eine, ist die Erfahrung. Die Erfahrung, du wirst die Erfahrung. Weil du bist die Erfahrung eigentlich, ne? Das ist halt.
Ich mache in letzter Zeit auch schon mal Pilze nicht ganz so hoch dosiert, weil Pilze sind immer geil. Ne? Also Pilze, also nicht, sind nicht hier, kann man mal ein paar Trüffel kaufen, in Holland dosiert, ne? Die sind schon, ne, Stein nach oben. Aber halt eben nicht, dass ich von vornherein konkret einen Haken drunter setze, nur dual. Wenn der Mensch bereit ist und alles loslässt, von Herzen da reingeht, dann kann diese Erfahrung, das tut sie meistens dann auch, weil ich eben dieses Spinning auch habe, ne? Dann führt sie in eine non-duale Erfahrung. Aber früher habe ich 2 Gramm gegeben. Das bringt euch jetzt nichts, weil ihr nicht wisst, was, ne? Aber weißt du, also 20 Milligramm Psilocybin, ja, 25 Milligramm Psilocybin plus Mao immer gegeben. Heute ist mein Maximum ungefähr 20. Ne? Äquivalent in Pilz. Pilzfruchtkörper. So, und ne, weißt du, es nimmt auch, deswegen auch immer 25 Milligramm Psilocybin, es nimmt diese Komponente des weg, ne, weil wer will wenn ich wirklich da bin, loszulassen, brauche ich eigentlich gar keine Droge, aber ne, wenn es denn dann, warum nicht, ne, sage ich ja auch jedem, das kann man mal machen. Ne, und wenn jemand danach sagt, boah, ist das geil, das kann ich doch mal machen, ja klar, aber hängen bloß keine, das muss ich machen, weil ich Verknüpfungen da dran. Kann man mal machen. Ist so okay. Natürlich habe ich nicht nur einmal Pilze genommen. Aber es hat bei mir auch immerhin 15 Jahre gedauert, bis ich dann mal einen Kanal voll hatte. Ein Arsch voll. Ne? Da ging nichts mehr. Und das war gerade mal der Segen. Ne? Bei allen anderen Drogen war da nichts passiert. Ne? Entschuldigung. War zuerst. Du hast vorhin schon mal die Mauer da geschnitten. Hältst du die nur an dem Tag ab, an dem du auch den Mauerhämmer zu tun hast? Ja, Amanin ist ein temporärer Mauerhämmer. Das heißt, das, was allgemein in der Medizin als Mauerhämmer betrachtet wird, sind pharmakologische, pharmazeutische Mauerhämmer. Die bauen über 2 Wochen auf und müssen über 2 Wochen wieder abgesetzt werden. Beziehungsweise haben eine Phase von 2 Wochen Transition, bis die Mauer wieder voll wirkt. Was bei den pharmakologischen oder pharmazeutischen Mauerhämmern der Fall ist, die sind 100%. Das heißt, du hast keine einzige Mauer mehr übrig, keine Mauer entzündet übrig. Ein temporärer Mauerhämmer macht das Ganze für einen bestimmten Zeitraum, 4 bis 6 Stunden maximal, und nur zu 50%. Das heißt, du hast immer 50% Mauer. Du kannst nicht, ich meine, wenn du es ganz scheiße anfängst und dann noch MDMA nimmst und so, da kannst du deine Pech hast und ein Serotonin-Syndrom bei abholen, was nicht lustig ist. Aber eigentlich ist Hamalin relativ safe. Wobei auch da bei mir strikt no drug, ja, und no anything. Ne? Also ich habe Leute, die, die haben hier Theroid, Dingsbums hier, wie heißen die noch? Hypodingsbums, Dingsbums da, wie Düsen hier da. Schilddrüsen. Ja, nee. Schilddrüse. Ist Schilddrüse, die war's. Genau. Schilddrüse, nee. Schilddrüsenprobleme, die kriegen dann so ein Medikament, gibt es ganz viele mittlerweile. Ja, und so weiter. Also da gibt es ein paar so, nicht? Jedenfalls auch die an dem Tag der Sitzung und am liebsten am Tag vorher auch nicht. Also, überlebst du, ne? Da ist. Ich hatte letztens eine Klientin, das ist echt der Witz der Woche, die ist, glaube ich, seit 20 Jahren Diabetikerin oder seit 10 oder so, ja? Weißt du, gefragt so, ja, hat es denn schon mal einen Zuckerschock? Wie ist denn das so? Ja, nee, noch nie. Und ich so, du glaubst, du bist Diabetikerin, weil die dir das erzählt haben, du hast noch nie einen Unterzucker- oder Überzuckerschock gehabt. Nö. Also, ne, durch die Pilzerfahrung kam dann auch mal an die Oberfläche, dass es auch die Frage einfach mal hinterfragt. Also, es war eine Rolle, die sie hatte, weißt du, wie oft dieses Ding dran halten musst. Ne? Über die Pilzsession dann. Na klar, muss ich natürlich den Blutzucker messen. Ne? Ja, weil das wird so ein ganz tiefes Habit so. Wie ist mein Wert? Ne? Das ist scheißegal. Ne? Also weißt du, ne? Wenn du unterzuckert bist oder überzuckert, merkst du das schon. Und zwar vorher, ehe es dramatisch wird. Aber klar, du hast ein Gerät und dann wird das alles zum Habit so. Ne? Und das spielt keine Rolle, es sind ja alles Habits. Was nicht schlimm ist. Ne? Es ist okay, es ist human condition, so ist es halt. Wenn du jemandem absagst für eine Session, gibst du dann auch noch
den Grund und vielleicht eventuell auch. Ja, ich bin noch schlimmer. Ich gebe nicht nur den Grund oder das, was ich resoniere auf. Ich sage immer, ich resoniere. Das ist ganz wichtig, weil ich will ja keinen bewerten. Es ist ja nicht meine Ansicht über diese Person, sondern es ist meine Ansicht über meine Position für eine Sitzung mit dieser Person. Manchmal, wenn ich merke, der ist offen für eine Reflexion, dann schreibe ich auch schon mal Hinterfragen, die hinterfragen, was für manifeste Aussagen getätigt wurden. Ich muss doch noch. Wer sagt denn das? Also es gibt so einen tollen Song von Deichkind. Ne? Großartig. Total geil. Im spirituellen Kontext oder überhaupt. Wer sagt denn das? Ich meine, ihr wisst ja, wie die es vielleicht gemeint haben. Aber wer sagt denn das? Im Gehirn andauernd so, das ist so. Ne? Aber wer sagt es denn? Ne? Alles ist möglich. Und es ist oft so, dass ich das reflektiere und die Menschen sich total freuen. Habe auch schon Menschen gehabt, die ich weggeschickt, die haben mir dann, wollten mir dann Geld schicken, weil sie Energie wieder ausgleichen wollten. Weil es gereicht hat. Ne? Ich habe eine Frau gehabt, die war, die hat die genommen, hat voll die Krise durchgekriegt, also richtig gelitten, Hucke voll und alles, ne? Mit Klaps und allem, und ist dann ein Jahr später wieder alles gut, besser als je zuvor, voll verarbeitet, richtig, richtig geil, so eine, ja, können wir mal 5 Meo machen. Ist das so offensichtlich, hat dein Verstand dir doch eine klare Message gegeben, das Leben durch, über dein Verstand eine klare Message gegeben, dass du besser keine Psychedelika nimmst, weil die waren nicht mal noch hochdosiert. Ne? Also wer sagt denn dann bitte, du solltest jetzt das und das machen? Wo ist denn da die Dankbarkeit dafür, dass du jetzt so gewachsen bist aus dem? Willst du noch mehr wachsen? Und das war alles, was sie brauchte. Die hat gesagt, boah, ja. Und da kam das dann halt, ne, zum Beispiel. Und das ist halt auch was, wo so ein Coaching sinnvoll ist. Weil viele Menschen wissen schon Bescheid, ja, oder haben das Bewusstsein ist alles da, aber die alten Konzepte oder die Konzepte von spirituellen Lehrern oder von spirituellen Communities oder der allgemeinen spirituellen Gesellschaft, so, ja, die drängen sich halt auf als To-Do. Ne? Also ein spiritueller Lehrer, der sich Lehrer nennt, ist sowieso schon mal, ne? Also Papaji hat gesagt, no teaching, no teacher, no pupil. Also ist es. Ne? Alles ist eins. So. Und wenn ich Lehrer bin, muss der andere Schüler sein. Wenn ich Arzt bin, muss der andere Patient sein. Wenn ich Therapeut bin, muss der andere Patient sein. So, wie nah kommt man dann zusammen, wenn diese Abspaltung da ist? Wir Deutschen sind ja noch viel schlimmer. Sie. Ja? Ja. Aber ja, whatever. Weiß. Also mich beschäftigt so das Thema Bad Trip, weil also ich hatte auch einen Bad Trip. Und gibt keine Bad Trips. Gibt nur Trips. Ja. Ja. Und entweder ist es okay für dich, dass du gerade trippst, oder ist nicht okay. Wenn nicht okay ist, dann wehrt der Kopf sich mit allem, was er kann, und macht dann Drama draus hinterher. Habit. Manifestation von Erfahrungen, die jetzt mal gerade negativ beurteilt. Bist du da jetzt raus? Wie geht's dir? Was war passiert? Erzähl mal, wenn du magst. Ja, also ich habe LSD genommen, hatte ein paar Monate vorher eine Abtreibung gehabt. Mhm. Und musstest da durch dann wahrscheinlich, oder? Hatte ein bisschen was verdrängt, glaube ich. Ja, passiert. Und habe dann aber auch so irgendwas irgendwie gesucht, natürlich. So, ja, LSD nehmen die ganze Zeit, ich wusste gar nicht warum. Und dann war ich in einem ganz blöden Setting auch. Und plötzlich hatte ich das so. Ist, ne? Schön, dass du das schon mal alles siehst, ne? Ja, im Club. Ja, super Sache, ne? Mit fremden Freunden, ne? Und K.O.-Drinks. Ganz viel Enttäuschung. Das war sehr gut. Ja. Ja, aber es ist alles richtig so, wie es passiert, weißt du? Und wenn du genau anschaust, jetzt soll ich das unterbrechen, aber ja, wenn du dir das ganze Drama, den ganzen Haufen Scheiß, eine Bad Trip oder alle, ne, genau anschaust, dann merkst du, wie es hier kribbelt und, boah, danke, bin ich jetzt voll draus gewachsen. Jetzt konnte ich das immer gerade verarbeiten. Und, ne, wo ist denn da denn der Dank, weißt du? Und das ist das, was der Verstand nicht sieht.
für den Verstand muss erstmal ein Problem sein. Und wenn er ein Problem hat, dann kann er noch mehr Gedanken reinstecken und noch mehr Energie aufwenden und noch mehr und noch mehr und noch mehr. Und das ist das Dilemma, was der Verstand hat. Der muss denken, um zu glauben, alle Chantiko. Ich bin nur da, bin nur da, bin nur da, bin nur da. Die ganze Zeit. Das ist halt, ne, ein Biocomputer, der heiß läuft. Für den gibt es nicht hier 99% Idle. Wenn unser Gehirn CT-Modus hätte, weißt du, dann hätten wir schon längst alle Rassen auf sonst wo gefunden. Ich weiß nicht, ob ihr noch CETI kennt, das gab es in meiner Jugend, ja. Das war früher, gab es so Bildschirmschoner, da hat man dann ausrechnen können, wo so im Universum die Sterne sind, so ein Krams alles. Wenn der Computer nicht genutzt wurde, Idle Mode, ne? Also 99% ungenutzt und so, ne? So, unser Gehirn ne? Macht es halt nicht. Ja, aber wolltest du fragen, wie du damit umgehen sollst, oder was meinst du? Nee, also das ist jetzt auch schon 1,5 Jahre her. Also ich würde es nicht anders machen, auf jeden Fall, weil auf jeden Fall danke dafür. Das hat mir sehr viel beigebracht. Aber es war, wie du es gesagt hast, also vorher habe ich gedacht, ich leide die ganze Zeit und dann habe ich erst erfahren, was. Oder danach, dadurch, kam ganz viel Leid auf mich zu. Und da ist meine Frage, also dieses, also währenddessen, das war wirklich eine Nahtoderfahrung, Wie viel Mikrogramm hast du genommen? Das weiß ich nicht genau, aber so 150. Oh, dann bist du besser sensibel. Ja, bin ich auf jeden Fall. Ja. Genau, und dann kam auch noch so andere Sachen dadurch so später noch hoch, also auch die Traumata, die ich jetzt auch so gerne verarbeite. Aber also so für mich zum Beispiel, ich würde jetzt auch gar nicht sagen, ich will dieses 5-Millionen-DMT probieren, weil genau wie das kannst du nicht geben. Ja, weil ich genau da, wo ich bin, sollte es gerade sein. Ja, natürlich. Aber, Entschuldigung, wenn ich frage. 27. Ja. Du hast noch so viel für dich. Also nicht einfach sagen, 5 für Nenning, aber ja. Ja, okay. Also das ist... Das fällt mir dann auch auf. Also irgendwie, meine Frage war so ein bisschen so konzipiert, ja, wenn ich das dann machen wollen würde, oder was, wie schätzt du das ein, wenn andere Leute das... So, also währenddessen auch als etwas Schlechtes erfahren, nicht hinterher oder so. Weil dieses All-Eins-Gefühl, also ich habe das Gefühl, ich habe diese Schwelle übertreten, also diese Nahtoderfahrung. Und für mich war das wie eine große Panik. Also ich habe das nicht. Dann hast du dich nicht übertreten, dann bist du an den Rand gekommen und dein Verstand ist Gerd Schickles gewesen. Dein Verstand ist der Arsch auf Grundeis gegangen. Ja, auf jeden Fall. Aber das war nicht so ein Gefühl. Also aber das ist nicht loslösen. Das ist halt so, ich stimme mir nicht. Da gibt es irgendwie einen ganz schönen Begriff, irgendwie der psychedelische Geburtskanal. Also so nicht ganz durchgekommen, so, du bist es noch zu viel vielleicht von deinem. Das impliziert so, als wäre ein Failure, als wäre ein Failure oder so. Sehe ich nicht so. Ja, ja. Ist schon. Also auch das. Für mich impliziert ist, dass es. Ne. Kannst du das nochmal ausführen, Kim? Nee, also das ist so dieses psychedelische Geburtskanal, wo du nicht ganz drüber hinwegkommst, ob dir was festhält, vielleicht an den Strukturen, die du jetzt gerade auch an dem Tag noch deine Ego- und Verstandesstrukturen noch nicht genug aufgelöst und auch noch nicht genug lösen lassen wollen, du aber natürlich trotzdem mit einem Bein schon in einer sehr psychedelischen, alleinigen Bewusstseinserfahrung bist, aber trotzdem noch nicht von deinem Verstand komplett loslösen kannst und dein Verstand dagegen halt irgendwie kämpft, so festzuhalten und Panik hat und du aber nicht genug loslassen kannst. So. Ist das eine Erfahrung, die zu sehr mit dem Bewusstsein, mit dem nicht bewusst loslassen zu tun hat oder vielleicht mit dem. Da willst du schon wieder dahinter gucken. Ja klar, immer. Vergiss es, das sind schon viele Schubladen für einen Nicht-Schublade. Würde ich jetzt sagen, ja. Aber ich bin halt auch ein kleiner Schelm. Ich würde aber gerne mal zu dir zurück. Was ist denn konkret? Willst du wissen, ob du nochmal oder? Ja, ich habe halt also seitdem auch immer Ängste gehabt mit psychedelischen Drogen und gleichzeitig. Was hast du noch gemacht seitdem? Nur LSD und Pilze. Wollte ich gerade sagen, hast du schon mal Pilze versucht? Ja, ja. Ja, weil Pilze sind viel sanfter. Das ist natürlich Bullshit, weil ne? Das ist alles Chemie, aber es ist tatsächlich so, dass Psilocybin viel sanfter wirkt. Auch sanfter als DMT, komischerweise. Ja, ich würde zum Beispiel einfach sagen, ich habe generell eine Angst, auch über einen bestimmten Punkt zu gehen. Ja, nein, muss doch nicht. Das heißt, du musst doch gar nicht, weißt du, das ist ja der Punkt. Ne? Wer will wohin?
Jetzt und hier? Nee, ja, hab ich auch. Das, was du, also, weißt du, ich sehe in deinem Gesicht so, dass du dankbar bist, wirklich. Dankbar von hier, weißt du? Von hier. Und nicht weil, von hier. Und das ist alles, was geht. Und das ist das, weißt du, was ich meine mit Dankbarkeit. Scheißegal, was dabei rauskommt, wie es aussieht, wie ich da hingekommen bin, danke. Ne? Für diese gute Morgen. ja, danke. Und das ist, ne, das ist der Samen in dir, der dich zum Erblühen bringt. Und das ist egal, was das für eine Angst dein kleines Mädchen, dein Mädchen, ein kleines Mädchen im Kopf hat. Das ist okay. Weißt du, wenn ein kleines Mädchen, eine kleine Tochter zu dir kommt und sagt, ich habe Angst, ne? Dann sagst du ja auch, ich habe Angst vor mich, ne? Tu mal alles. Ich meine, das ist ja nun mal da, ne? Was machst du denn da? Ja, komm mal her, ist alles gut. Und das ist genau das, was wir alle nicht uns gegenüber geben. Vielleicht bin ich da auch eine Erfahrung, was ich gelernt habe, ist aber tatsächlich mit Ketamin, einer Art Ketamin-Meditation gelernt, wie ich mich selber in den Arm nehme. Das. Hast du Ketamin schon mal probiert? Nee, ich habe gemerkt, dass niemand anderes kann mich eigentlich wirklich in den Arm nehmen und wirklich sozusagen Halt geben, wenn ich es nicht selber mache. Und ich habe mir selber Halt gegeben und mich selber in den Arm genommen. So. Das ist vielleicht auch was, was man im Außen vielleicht ein bisschen sucht, aber eigentlich, genauso wie auch die Selbstliebe und Liebe auch gar nicht unbedingt im Außen niemals gefunden werden kann, wenn du dich nicht selber wirklich liebst, wenn du dich nicht selber wirklich auch in den Arm nehmen kannst und dich selber für dich auch in dir geborgen fühlen kannst, kannst du dich ja niemals mit jemand anderem und in andere geborgen fühlen. Das ist richtig, das erfahre ich auch. Also, vielleicht fühle ich das an, aber das ist genau das, was dieser Prozess, der halt auch für mich ausgelöst. Vielleicht ein Disclaimer zu der ganzen Sache. Man muss sich ja nicht immer unbedingt durch jede Erfahrung durchprügeln. Kann man machen, muss man aber nicht. Man muss sich nicht durch jede Erfahrung durchprügeln, um am Ende anzukommen und sagen, habe ich hinter mich gemacht. Und man muss nicht alles immer komplett in dem Moment sagen, okay, das gebe ich mir jetzt, weil es ist nötig. Man muss vielleicht auch bei all diesen Erfahrungen sagen, das hat mich jetzt irgendwie beeindruckt und das ist passiert. Und ich gönne mir jetzt einfach die Ruhe zu sagen, ich muss das nicht 100% ergründen. Und irgendwann wird sich das lösen und sich selber dieses Vertrauen schenken, zu sagen, ich bin jetzt nicht verpflichtet, mir das nächste Mal irgendwas reinzuknüppeln, um zu sehen, wohin führt das und mich komplett aufzulösen und alles so, sondern vielleicht sich die Ruhe und die Energie zu gönnen, zu sagen, ich lasse es mal sacken und ich gebe mir den Raum zu sagen, das war irgendwie, es ist irgendwas passiert. Und ich muss das nächste Woche direkt auflösen, weil ich habe Zeit. Und ich bin als Mensch in dem Raum, den ich mir gönne, auch... Ja, da ist Platz, das zu erfahren. Ne? Also man muss nicht... Es gibt, Disclaimer zum 5-Meo-Tee, es gibt einen Fall von jemandem, der aus Berlin, eine relativ bekannte Persönlichkeit in dieser Szene, der das über Monate betrieben hat, weil er meinte, er muss da ganz tief reingehen und der ist dann später hat all seine Freunde nach Hause eingeladen für eine Hochzeit und ist vom Dach gesprungen. Und es gibt, all die Sachen können Räume aufmachen, aber wenn der Zwang schon aufkommt, dass man unbedingt da was rausziehen muss, ja, dann macht man natürlich auch den Raum zu, dass passieren kann, was man, das ist wieder so eine Ego-Sache. Man will unbedingt was erfahren, man möchte eine Erfahrung raushaben und man möchte am Ende ein Ergebnis haben, was man Leuten präsentieren kann, was man sich selber verkaufen kann. Und man muss sich vielleicht auch den Raum geben, dass das alles passiert, ohne dass man selber das steuert, sondern dass es einfach im Hintergrund passiert. Und wenn man empfindet, dass man jetzt unbedingt das lösen muss und das auflösen muss, dann ist es vielleicht schon zu viel Druck. Und da muss man vielleicht auch Raum aufmachen, dass es einfach sagen, irgendwas passiert und ich vertraue mir, dass das passiert, aber vielleicht dieses, da waren wir am Anfang auch mal, wenn man sucht, dann findet man halt nicht. Und wenn man sagt, okay, es wird schon sich finden, ist vielleicht eine bessere Perspektive, als wenn man sagt, ich gehe jetzt nochmal da rein und nochmal da rein, weil die Menschen, die immer wieder da reingehen, irgendwie aus einer, wie nennt sich das, Impulsivität, aus einem Verlangen daraus, was ein Ergebnis zu erzielen, vielleicht bringt es auf den Weg ab. Und wenn man einfach sagt, ich nehme das an und irgendwas passiert und ich gebe dem Raum und ich muss das gar nicht sofort jetzt definieren und ich vertraue auf mich selber und darauf, dass ich als Mensch den Rahmen schaffe und dass ich gut genug in mir ruhe, dass das irgendwann ein Ergebnis bringt, dann diesen Raum zu geben, dass es irgendwann kommt und darauf zu vertrauen und dieses Gottvertrauen, dieses Vertrauen in Liebe und in
Das muss man vielleicht schaffen, gar nicht sofort. Wo ja alles jetzt und hier ist. Ja, aber eben den Raum aufmachen, das ist das Ziel. Das ne? Und dass man keine sagt, ich muss jetzt nochmal, also dass man das gar nicht in Worte fassen, sondern diesen Raum aufmacht. Ich glaube, das ist ganz wichtig, weil eben, sobald man an diese Sache rangeht und sagt, ich habe es noch nicht verstanden, ich muss normal machen, ich muss normal machen, ich muss normal machen, dann wird es eben pathologisch und dann bringt es Probleme mit sich. Und wenn man sagt, ich glaube, es passiert was und man muss es gar nicht mit dem Verstand begreifen, sondern es versteht, es passiert im Unterbewusstsein. Und darauf vertrauen, dass eben was passiert. Das ist, glaube ich, der Weg dazu. Und das kann eben keiner lösen, außer einem selbst und dass man sich selber den Raum gibt, dass es passiert. Ja, ich habe auch selber gesagt, also selber gerade erzählt, ich war zu der Zeit auf der Suche nach dieser Erfahrung, weil ich irgendwas gespürt habe. Ist doch nett vom Leben, hat sie. Ne? Ist doch nett vom Leben, hat alles so eingerichtet. Ja, schon, ne? Du bekommst, was du willst und auch wieder nicht. Ja. Ne? Weil die Täuschung zu Ende ist. Ne? Ja? Also du hast dir was vorgestellt, was dann doch nicht so war. Ne? Und es ist was Schönes. Du bist wieder frei für alles. Nicht eingeschränkt auf das, was sein soll. Ich glaube, wenn ich dich anschaue, ist alles gut. Also ich wollte dich auch noch fragen, also hast du Angst vor Psychedelika generell oder dass du wieder so eine Panikattacke bekommst? Weil du hast ja gesagt, du hast danach auch noch Psychedelika genommen. War es da genau dasselbe oder hattest du da angenehmere Erfahrungen? Ich hatte angenehmere Erfahrungen, also jeden Fall danach, sonst hätte ich es nicht mehrmals gemacht. Ich hatte so, also es sind einfach so Traumata mitbekommen, die ich so sonst in meinem Bewusstsein nicht da hatte. Mhm. Die haben mich einfach überwältigt im Moment. Und davor hatte ich Angst. Da habe ich Angst. Zwischenzeitlich habe ich gedacht, dass ich immer noch nicht weiß, was alles in mir drin schlummert. So. Und deshalb, also das ist auch so diese Unsicherheit. Ja, ich glaube, das ist das, dass sich das quasi getriggert hat, weil dann die Traumata hochkamen. Also vielleicht ist das gerade der Punkt, wo du dann sagen kannst, okay, ich öffne mich jetzt der Sache und ich arbeite an meinen Traumata und EST hinein. Du brauchst dafür nicht unbedingt Drogen oder so etwas. Also vielleicht ist das jetzt gerade der Prozess, dass du dich halt der Sache öffnest. Und wenn du das erstmal durchführst, dann kannst du wieder zugehen können. Also ich glaube, weil ich habe das auch bei mir gehabt. Ich hatte auch Panikattacken, auch durch eine LSD-Erfahrung. Und bei mir ist genau dasselbe passiert mit den Traumata. Aber ich habe mich der Sache halt geöffnet. Und als ich mich dann geöffnet habe und angefangen habe zu reflektieren und meditieren und so weiter, dann ging das auch wieder. Also die anderen Erfahrungen waren dann auch gar nicht so schlimm, weil ich wusste, wo ich dran bin. Das ist genau dieser Bruch, das war wirklich so ein Bruch in meiner Realität. So. Ja, deshalb, also wie gesagt, er hat das ja auch schon gesagt, du musst dich nicht stressen, du musst jetzt nicht unbedingt Glück und Glück. Ja, bin hier nicht mal um. Wenn, dann willst du, ne? Ja, genau. Also, keine Sorge, ich hatte das ewig vor, aber... Ich fand es einfach nur interessant, meine Erfahrung zu reflektieren, in dem Sinne, was du gesagt hast, also was mir dort passiert ist. Mhm. Weil genau ich diese Erfahrung immer noch so als eine. Also, ne? Ja. Angst vor, was noch in dir schlummert. Ne? Das wird dir das Leben dann präsentieren, wenn es soweit ist. Also, ne? Ich habe das jetzt so. Bei mir ist es jetzt so 10 Jahre der Fall, dass ich die Welt mit anderen Augen sehe. Vor 10 Jahren hatte ich diese Psilocybe-Erfahrung, wo mal Schnauze voll und nichts wegen mehr war. Und was alles in den 10 Jahren abgearbeitet wurde, das waren teilweise Sachen, hätte ich nie gedacht, dass ich das in mir habe. Also wirklich nicht. Aber es kam immer dann, wenn ich bereit war dafür. Die ersten Dinge, die weggefallen sind und die, mit denen ich mich auseinandersetzen musste, hatten eine ganz andere Essenz als das, was jetzt noch kommt. Aber was weiß ich, wann ich fertig bin, das spielt ja auch keine Rolle. Jetzt ist jetzt. Der Weg ist das Ziel. Und yes! Ne? Das Leben ist zu schön, um sich die ganze Zeit den Kopf drum zu machen. So in der Zeit und so. Erstmal danke. Beobachtest du einen Geschlechterunterschied? Weil ich gerade diese Angstthematik in meinem Bekanntenkreis vor allem von Frauen. Ah, aber gibt es auch genug Jungs. Bitte? Gibt es auch genug Jungs. Okay. Also das will ich jetzt nicht sagen. Vielleicht sind Frauen also einfach offener damit?
Nee, ich glaube, Frauen wurden einfach gesellschaftlich mehr unterdrückt und haben solche Defizite mehr auf dem Schirm als ein Problem als Männer. Männer wollen immer hart sein und lassen es nicht zu und unterdrücken das halt, das ist dann anders. Ne? Also würde ich jetzt nicht sagen. Ansonsten ist es, ey, es glaubst du alles gar nicht, was es gibt. Ich sage, es ist ja, ich habe da teilweise, kommen da Abkürzungen von psychischen Krankheiten, ich denke, was? Ne? Muss ja erstmal googeln, so, ne? Aber ja, klar, ich würde auch super, super gerne die Zeit und Möglichkeiten haben, therapiebegleitete Psilocybin-Sitzungen zu machen. Ne? Einmal die Woche eine Sitzung, ne? Dass es toleranzmäßig hinkommt, und dann aber nur 12 Milligramm, 15 Milligramm maximal, einmal die Woche, und das über 6 Wochen, über 8 Wochen mit Begleitung in der Klinik, ne? Mit ganz viel Coaching, Gesprächstherapie. Und zwar ohne Coach, also Coach, Coachy ist eine neutrale Position, ohne Therapeut und Patient, ist ja nicht mehr. Aber das ist da sehe ich therapeutisches Arbeiten bei wirklich ernsthaften Erkrankungen. Ne, weil ich kriege natürlich viel Post, so, ja, können wir mal, ne? Weil, ich meine, ja nicht, ne, kann ich ja auch nichts dafür. Muss ich dann auch immer irgendwie rüberbringen, dass, ne, das sind, also, verstehst du, die Menschen sind auch dann so, die Menschen sind dann so identifiziert mit der PTSD, die sie sind und haben und immer sein werden und loswerden müssen. Ne? Scheiße! Ne? Wenn ich denen Pilze gebe, ne, dann sind die 8 Stunden, bis sie sich selbst auszukotzen. Und das bringt ja keinen. Ne? Nein, klar bringt das was, aber nicht im Kern. So, ne? Das ist dann so, für ein paar Wochen ist dann gut. Und dann kommt der ganze Schiss wieder durch, weil er nie wirklich in den Arm genommen wurde. Aber es ist unglaublich, ich habe eben schon gesagt, meine Tochter so war für Freunde und so, ne? Das war, wie viel das alles zunimmt. Ne? Das ist halt der Spiegel dessen, wie wir leben. Ne? Wir gehen alle schön auseinander, immer schön für Lotz oder vom Smartphone. Ne? Geh doch mal raus. Ne? Gab es früher überhaupt. Ja, sag mal. Wir haben ja viel jetzt auch gerade hier über persönliche, bibliografische Traumen, Traumata, Verarbeitung, Erinnerung gesprochen. Das ist Stanislav Grof, ist einer, aber es gibt ja auch Michael Beck, der viel mit LSD sehr tiefe psychologische Reisen gemacht hat, die auch von Traumen, Erinnerungen, Erfahrungen über die eigene bibliografische, ja, Geschichte hinausgehen. Hast du in deiner Arbeit persönlich oder mit anderen auch Erfahrungen gemacht, die über praktisch vielleicht auch Geburt und Prägeburt und ob das jetzt vorherige Leben oder auch Erfahrungen der gesamten Menschheit traumen? Was ist da dein Standpunkt? Kann ich dir ganz ehrlich was zu sagen? Ja. So viel hat es davon. So viel hat es davon. Ja, ganz genau. Das sind alles Storys. Also für mich. Ja. So wie ich es erfahre. Das sind alles Storys. Das heißt für mich. Und ich bin auch kein großer Fan von Scully Wolf. Also, ne? Das macht man nicht als Junger, die alten Säcke und so, ne? Aber ich war, also ich mag, ne, Albert ist ein süßer Typ gewesen, aber ich finde auch, was der Tag, also was er später, ganz später gesagt hat, da waren viele, viele geile Sachen dran. Aber der hat am Anfang auch ein dünnes Schiss verzapft, meiner Ansicht nach. Oder Terence McKenna, und ich weiß, der besteinigt, ja, psychedelische Salon, und ich sag was Böses über Terence. Und ich habe angefangen, Pilze zu züchten wegen Terence und Janice. Ne? Ganz klar, das Pilzzuchtbuch war von den beiden, ne? Keine Frage. Aber glaube ich, zutiefst dankbar. Aber der hat ja auch teilweise einen Kram abgelassen, das ist immer schon die Oberfläche. Genau, aber du sagst ja auch, okay, klar, wir haben mit Hilfe von verschiedenen Psychedelika den Zugang letztendlich zur Quelle, zum alleinigen Sein, wo letztendlich ja auch irgendwie alle Erfahrungen, die diese Quelle in den unterschiedlichsten Ausformungen und Fraktalen jemals gemacht hat und möglicherweise jemals machen wird, irgendwo auch vorhanden ist. Gibt es da nicht die Möglichkeit, dass etwas davon rüberspillt und ja, auch ein Stück weit in die Erfahrung? Ich kann es dir nicht sagen. Ich kann dir sagen, dass die Erfahrung, die ich anbiete, jenseits von ich mache eine Erfahrung, ich habe das und das gelernt, ich habe das und das gesehen, gehen. Natürlich ist die Summe der ganzen Erfahrungen, weil der Weg dahin und der Weg da raus, natürlich über Aha-Momente vollzogen wird. Aber das Einzige, was wirklich sicher ist im Universum, ist, dass es keine Sicherheit gibt. Und deswegen ist mir das alles zu theoretisch. Ne?
Ich finde, mitten im Leben geht es darum, hat man schon, ne? Ja zu sagen. Mhm. Und da ist mir gerade mal völlig Latte, wer ich in meinem vorigen Leben war, was mein Traumata, irgendwas Geburtskanalkram macht, weißt du? Ich habe genug Baustellen mit Olli abzuarbeiten, ne? Ja, in Freude und Liebe und Spaß. Ne? Eine davon ist, dass jetzt Feierabend ist. Ja, ich würde das hier an dieser Stelle beenden, wenn es keine weiteren Fragen gibt. Ich möchte euch gerne alle daran erinnern. Es sei denn, was Wichtiges, ja. Aber wenn irgendwer noch eine ganz spezifische Frage kann stellen. Ich habe noch eine Frage, ich weiß nicht, ob du das eben beantwortet hast. Ja, also. Ich bin erst bei Serotonin damit eingestiegen. Und zwar liest man ja öfter, dass halt beim Konsum von DMT oder 5-Meo-DMT vom Mischkonsum abgeraten wird. Also das heißt, Amphetamine vorher oder MDMA kann zum Serotonin-Shock führen. Mhm. Wenn ich das richtig verstanden habe. Nur ja. Mit Maul. Ja, also ich würde sagen, Maul. Ich würde jetzt nicht sagen, dass du deine DMT brauchst und auf MDMA bist, dass du gerne Serotonin. Gut. Wir mussten die Experten fragen, nicht? Kannst du dir nicht vorstellen, weil gebrauchtes DMT einfach so wieder aus dem Hirn ist? Geht sehr gut. Ja, mein Arzt meint Changa. Geht auch. Pass auf. Ursprünglich wäre Changa, ja, theoretisch, weil es ein Luxus oder Passionsblumen oder sonst was Kraut mit Hamalinextrakt und DMT. Also das ist was, das ist ursprünglich die Idee dahinter dabei war, um eben eine Hamalin-potenzierte DMT-Raucherfahrung zu haben. Kannst aber auch, indem du einfach 3 Gramm Veganum-Samen nimmst und dann ein Drittel deiner normalen Dosis rauchst und dann wird es ja schon reichen, dir den Arsch aufzureißen. Aber wenn du auf MDMA oder irgendeine Art von Serotonin ausschüttende Substanz DMT rauchen möchtest, mit Pharma-Inhibition nur rauchen, weil wenn du nämlich einen Marohämmer oral konsumiert hast, dann wird er nicht schnell genug abgebaut. Wenn du MDMA und Changa rauchst zusammen, nimmst du MDMA und rauchst das Changa, das geht gut klar, weil der Marohämmer relativ schnell auch durch zumindest habe ich die Erfahrung gemacht, ich kenne Leute, die haben die auch gemacht, dass der Marohämmer im Prinzip, wenn du rauchst, schnell genug auch wieder raus ist, dass du nicht Probleme bekommst. Ich würde aber auf keinen Fall Marohämmer oral nehmen und dann DMT rauchen. Oder Marohämmer oral nehmen und MDMA nehmen. Also keine orale Konsumform. Wenn du rauchst, ist immer so schnell häufig so schnell abgebaut, dass es funktioniert. Meine Erfahrung ist, Marohämmer rauchen und MDMA geht, Marohämmer oral konsumieren und MDMA würde ich nicht probieren. Also grundsätzlich, ne, was Sie gesagt haben, Hamalin, ne, temporärer Marohämmer, 4 bis 6 Stunden, ist oral. Was? Ja, oral. Ist was, wo du nicht so wie die Schamanen 3 Wochen kein Sex und so ein Zeugs, ne? Wie gesagt, halte ich für eine Drangsalierung des Egos, des Verstandes, der nichts mit Liebe zu tun hat, meiner Ansicht nach, um halt den kleinen Mann klein zu kriegen, um dann halt die Session zu gehen. Ich bin der Ansicht, feier's Leben, ne? Gutes Essen, gutes Haus, gutes was auch immer, aber gib dem ganzen Respekt, vollen Umgang und mach an dem Tag selbst Diät. Ist auch einfach besser für den Magen später. Ja, die Frage war, aber das reicht dann, weißt du? Trotzdem ist ein Marohämmer was, wo man nicht mitspielen sollte. Ja. Die Frage genau kam eigentlich ja daher, dass man ja oft, oder dass ich es oft mitgekriegt habe, dass zum Beispiel Changa oder DMT halt gerade von Personen, die am Anfang vielleicht super viel Respekt davor haben, wegen einer Durchbruchserfahrung, whatever, und dann in einem von mir aus Party-Kontext oder so schon Sachen vorher konsumiert haben oder auf einer After-Hour-Situation oder so und dann halt so ein bisschen lockerer sind, dem offener gegenüber, das zu probieren. Und dass er eigentlich dann, so wie ich vorher dachte, eine Gefahr ist wegen diesem Serotonin-Shock. Nee, deswegen nicht. Aber Mischkonsum ist immer schwierig. Also, ich habe da mit Rechercheerfahrung und... Das hört man jetzt nicht. Die Mao-Inhibition ist durchaus, also durch